Okay, kann ich. Hallo nochmal. Mein Name ist Martin Andloff. Ich halte heute einen kleinen Vortrag über den fahrscheinlosen ÖPNV. Ich studiere an der TU Dresden Verkehrswissenschaften, genauer gesagt Verkehrswirtschaft. Und ich blogge außerdem noch seit 2 Jahren und ein paar Monaten unter zukunftmobilität.net. Der Blog ist übrigens für den Grimme Online Award nominiert, also wer noch abstimmen möchte, der kann das gerne machen. Das geht noch bis 3. Juni, um ein bisschen Werbung noch zu machen. Genau. Wie gesagt, jetzt musst du ja nur einmal weiterklicken. Und dann genau, ich habe ganz kurz eine Gliederung dabei. Wie gesagt, es ist jetzt nur grob skizziert. Wenn irgendwelche Fragen sein sollten, einfach dazwischen fragen, da können wir es gleich im Kontext beantworten. Zuerst, wie gesagt, ich wollte mit einer kleinen Definition, mit einem theoretischen Unterbau anfangen. Fahrscheinlöser ÖPNV, beziehungsweise man kann es auch synonym kostenloser ÖPNV nennen, was nicht ganz richtig ist. Magst du diesen Präsenter benutzen? Jo. Dann musst du nicht jedes Mal weiter sagen. Okay, cool. Danke. Wenn das funktioniert. Okay, ich kann erstmal weiter. Genau, fahrscheinlöser ÖPNV. Ich denke, darunter kann sich fast jeder was vorstellen. Es geht letztendlich darum, dass man nicht mehr für jede Fahrt ein Entgelt bezahlt, beziehungsweise eine Zeitkarte löst, sondern dass die Nutzung des ÖPNVs generell kostenfrei ist. Natürlich muss es diese Kosten müssen natürlich irgendwie gedeckt werden. Fahrgeldeinnahmen, die dann wegfallen, müssen irgendwie kompensiert werden, weil das Verkehrsunternehmen natürlich auch Kosten hat, die es decken muss. Deswegen gibt es immer so ein paar Definitionsschwierigkeiten auch. Wie gesagt, ich werde nur mal ganz kurz auf Refinanzierungsmodelle eingehen, dann ein paar Beispiele erläutern von Städten, die einen kostenlosen ÖPNV oder einen fahrscheinlosen ÖPNV eingeführt haben, weil ich glaube, daran kann man es am besten erkennen, was die Stärken und Schwächen sind. Das ist dann auch wieder Pro und Contra. Und dann werde ich auch ganz kurz mal eingehen, wie oder ob ein fahrscheinlöser ÖPNV für Braunschweig möglich wäre. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich natürlich als Ortsfremder jetzt nicht so mit den Verkehrssystemen in Braunschweig aus. Ich habe mich ein paar Stunden damit auseinandergesetzt. Also wenn ich etwas grob Falsches sage über Verkehr in Braunschweig, dann bitte unterbrechen, dann kriegen wir das irgendwie noch gerettet. So. Genau. Wie gesagt, der fahrscheinlöse ÖPNV, die Definition ist eigentlich klar. In der Diskussion ist das eigentlich schon seit den 70er Jahren. Das ist eigentlich ganz normale Wirtschaftstheorie. Es gab den Herrn Hodge, der hat eine Berechnung angestellt und eine Simpson-Curtin-Regel aufgestellt. Es geht im Verkehr immer um Elastizitäten. Elastizitäten sind auf der einen Seite der Preis und auf der anderen Seite die Nachfrage. Das bedeutet, wenn der Preis um so und so viel Prozent steigt, dann sinkt die Nachfrage um so und so viel Prozent. Im ÖPNV ist es so, dass die Elastizität minus 0,3 beträgt. Das bedeutet, 10% weniger Kosten sind 30% mehr Nachfrage. Und wenn man das Ganze natürlich komplett entgeltfrei gestaltet, dann hätte man 30% mehr Fahrgastnachfrage. Es gab einige Städte, vor allem in den USA, die das in den 70er Jahren eingeführt haben. Man hat dann entsprechende Messungen durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass der Fahrgastzuwachs real bei ungefähr 50% war. Das ist immer so grob die erste Nachfragesteigerung, die sich so nach ein paar Jahren einpendelt. So. Wie gesagt, es gibt auf der einen Seite die Kosten und es gibt auf der anderen Seite natürlich die Refinanzierungsmodelle, die man natürlich auch kurz beleuchten muss, wenn man über den kostenlosen ÖPNV reden möchte. Zum einen natürlich die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, was jeder kennt, indem er eben am Parkscheinautomat seinen Parkschein ziehen muss und dafür eben bezahlt. Und letztendlich ein Entgelt entrichtet dafür, dass er öffentlichen Raum für sich in Anspruch nehmen kann für eine gewisse Zeit. Das andere ist eine Innenstadtmaut, wie sie zum Beispiel London hat. Die Innenstadtmaut
bietet ein paar gewisse Vorteile, hat aber auch gravierende Nachteile. Vor allem eben, dass man eine flächendeckende Erfassung aller Fahrzeuge, die in den Innenstadtbereich ein- und ausfahren, machen müsste. Und das eben mit Kamera jedes einzelne Fahrzeug erfassen müsste, die Kennzeichen mit einer Datenbank abgleichen und dann sozusagen entsprechend kontrollieren müsste, ob diese Fahrzeuge auch die Maut bezahlt haben. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Vignettenpflicht, aber das ist dann alles eigentlich nicht praktikabel. Dann gibt es natürlich noch aus Refinanzierungssicht eine Abgabe, die alle Einwohner bezahlen müssten. Am besten noch in Kombination mit einer Art City-Tax, die zum Beispiel Touristen entrichten müssten, wenn sie zum Beispiel länger als einen Tag in der Stadt bleiben. Das andere ist noch die Refinanzierung aus dem bestehenden Haushalt. Es gibt einige Kommunen, die haben den Straßenbauetat so umgeschichtet, dass man diese Mittel stattdessen für den ÖPNV genutzt hat. Das ist in Deutschland ein bisschen rechtlich schwierig, das hat das mit Haushaltsrecht zu tun. Und mit der Zweckgebundenheit. Das ist wirklich ein juristisches Problem, das müsste eigentlich geklärt werden. Leider hat sich noch keine Stadt richtig dazu bereit erklärt oder den Versuch gewagt, diese Mittel irgendwie umzuschichten. Ich nehme an, der ADAC oder sonst wer, die IHK oder so, würde das sicherlich klagen. Das wäre noch die andere Art. Und dann natürlich noch die Refinanzierung aus Bundes- oder Landesmitteln, wenn wirklich die Verkehrspolitik auf Landesebene oder Bundesebene sagen würde, okay, wir haben Probleme im Verkehr, wir stehen jetzt dazu, dass wir sagen, wir wollen die Leute mobil halten, wir wollen aber die externen Effekte, wie zum Beispiel Abgas, Lärm, CO2 oder eben auch den Raumbedarf der Fahrzeuge, Flächenversiegelung verringern und stehen wirklich dafür ein, dass die Leute eher den ÖPNV nutzen und wir bezahlen dafür. So, das ist ganz kurz zu den Finanzierungsmodellen. Es gibt in Europa und auch in den USA einige Städte, die das Wagnis fahrscheinlose ÖPNV gewagt haben. Das sind auch mehr, als man eigentlich denken mag. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Das sind jetzt, ist ein Auszug aus Europa. Wie gesagt, französische Städte, die haben das bereits in den 1970er Jahren eingeführt. Sehr interessant ist zum Beispiel, wenn man die Einwohnerzahlen noch vergleicht, die habe ich in Klammern dahinter geschrieben. Das sind meistens Städte, die einen fahrscheinlosen ÖPNV eingeführt haben, zwischen 10.000 bis knapp 100.000 Einwohner. Zum Beispiel sehr interessant ist in Frankreich Boulogne-Billancourt, das ist in der Nähe von Paris. Das ist eine Vorstadt von Paris mit 110.000 Einwohnern. Man muss jetzt dazu sagen, dass in dieser Stadt letztendlich nur zwei Linien fahrscheinlos oder kostenfrei nutzbar sind. Diese Vorstadt hat auch eine Anbindung an das Pariser Stadtbahnnetz, Schnellbahnnetz, für die man bezahlen muss. Und es gibt auch andere Regionalbuslinien, die auch also bei denen man auch einen Fahrschein lösen muss und den muss man auch bezahlen. In Deutschland haben Lübben und Templin jeweils ungefähr 15.000 Einwohner, beides kleinere Städte in Brandenburg, das Experiment gewagt. Ich werde es danach nochmal genauer vorstellen. Auch noch sehr interessant, was man nicht wusste, Gibraltar hat zum Beispiel auch einen fahrscheinlosen ÖPNV. Es gibt 5 Buslinien in Gibraltar, davon sind 4 kostenfrei nutzbar und für eine muss man bezahlen, das ist aber auch ein privater Anbieter. Und natürlich Hasselt in Belgien, das ist letztendlich die Stadt in Europa, die für den öffentlichen oder für den kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr steht. Jedes Mal, wenn man irgendwie mit Menschen darüber diskutiert, kommt immer das Beispiel Hasselt. Hasselt hat das so gemacht, Hasselt hat sehr große Erfolge damit gefeiert. Hasselt hat dieses System auch ausgebaut und wird es auch immer noch weiter ausweiten. Und die sind auch sehr zufrieden und wirklich äußerst erfolgreich mit diesem System. Genau, es gibt auch zurzeit neue Städte, die den fahrscheinlosen ÖPNV eingeführt haben, zum Beispiel Kiruna, Schweden, letztes Jahr, glaube ich. Und
Wie gesagt, es gibt noch einige andere Städte. Auch in Tschechien gibt es viele Städte. Meistens wird ein fahrscheinloser ÖPNV dann nur eingeführt auf bestimmten Linien. Und das meistens auch nur für eine begrenzte Zeit von 1 bis 2 Jahren, wenn man eine neue Linie eben einführt, dass die Leute auch diese Linie erstmalig nutzen, dann die Attraktivität bemerken und dann eben auch später Entgelt dafür entrichten. Und es gibt auch in Deutschland temporäre Versuche, zum Beispiel gab es dieses Jahr in Leipzig die Möglichkeit, 4 Tage lang den ÖPNV kostenlos zu nutzen. Da war die Kfz-Schein war der Fahrausweis und das ist eben da, um neue Nutzerschichten anzusprechen. So, ganz interessant ist auch fahrscheinloser ÖPNV in den USA. Man denkt immer, USA, ÖPNV, das ist immer so eine Sache, die sind ja sehr, sehr PKW fixiert, das ist auch richtig. Es gibt auch immer ein paar Beschwerden von wegen, dass Sozialismus kommt, wenn man irgendwie kostenfrei den ÖPNV nutzen kann und der Russe steht vor der Tür, so ungefähr. Man muss dazu einschränken, dass diese Städte erstens auch sehr klein sind und auch ein paar Besonderheiten haben, zum Beispiel Stanford in Kalifornien. Ist ein Bus, der vor allem in Campusnähe fährt und der wird auch aus Studiengebühren finanziert. Das zum einen. Commerce, California mit 41.000 Einwohnern ist in der Nähe von Los Angeles, glaube ich. Die waren auch die erste Stadt in den USA, die dieses System eingeführt haben, sind auch sehr zufrieden damit. Und auch hier gibt es ein größeres Angebot, Vero Beach in Florida. 140.000 Einwohner, 14 Linien, 700.000 Fahrgäste. Ich habe mal geschaut, welche Stadt in der Nähe ungefähr diese Größenordnung hat. Mir ist dann Wolfsburg eingefallen, das ist ungefähr die gleiche Größe. Man muss dazu sagen, dass Wolfsburg letztes Jahr 13,8 Millionen Fahrgäste hat. Also was diese 14 Linien in einem Jahr befördern, das schafft das Wolfsburger ÖPNV-System in 19 bis 20 Tagen. Also die ÖPNV-Angebote in den USA sind eben sehr, wie soll ich sagen, sporadisch, hohe Taktzeiten, also kann man schon mal 2-3 Stunden auf den Bus warten. Und die haben auch so tolle Paratransit-Systeme, wo man einfach sich irgendwelche Leute zusammenschließt, man ruft irgendeine Handynummer an und die fahren dann durch die Gegend für ein paar Dollar. Das ist auch was ganz, ganz Interessantes. Genau. Zu den Fahrschein oder zu Städten mit fahrscheinlosen ÖPNV weltweit. Es gibt, wie gesagt, ein paar mehr. Und ich möchte jetzt auf ein paar Städte eingehen in Deutschland, die das eingeführt haben. Als erstes wäre hier natürlich Lübben zu nennen, in Brandenburg. Wie gesagt, eine kleine Stadt, die eine einzige Stadtbuslinie hatte, mit einer Taktzeit von 60 bis 90 Minuten, war äußerst unattraktiv. Diese Linie wurde auch fast nicht genutzt. Man hat sich dann überlegt, ob man diese Linie einstellt oder ob man irgendwie an der Förderung was dreht, und man hat sich dann erstaunlicherweise dazu entschlossen, diese Linie kostenlos anzubieten. Man hat sich damals einen Kostenrahmen gesetzt, ich glaube von 100.000 D-Mark pro Jahr, und hat dann, wie gesagt, zum, ich glaube 98 hat man dann den kostenlosen ÖPNV in Lübben eingeführt. Er wurde allerdings nicht angenommen. Der Bus hat nichts gekostet, ist aber trotzdem sozusagen leer durch die Gegend gefahren. Man hat danach, nach ein paar Jahren, hat man dann ein Reha-Zentrum angebunden und auch die Taktzeit verkürzt, und danach sind die Fahrgastzahlen auch relativ stark gestiegen für Lübben, von sozusagen nichts auf ein bisschen was. Und irgendwann wurden dann diese 100.000 D-Mark überschritten, diese Grenze, die man sich gesetzt hat, und das System wurde wieder eingestellt. Aber nicht der Bus, sondern der fahrscheinlose Verkehr. Der fahrscheinlose Verkehr wurde eingestellt. Ich glaube, Lübben ist mittlerweile Mitglied im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und mit den entsprechenden Tickets. Was hat denn die Bus da geschrieben? Durch die neuen Anbindungen? Nein, das ist durch die Takt. Also das ist erstens durch die Taktverkürzung.
und durch die neuen Linien. Man hat natürlich zusätzliche Fahrzeuge gebraucht. Also es wurde nie das Volumen erreicht, dass die Busse total überlastet waren. Es war letztendlich nur diese Ausweitung, aber man hat natürlich, man redet bei solchen Städten wie Lübben, redet man immer von so einem Kostendeckungsgrad von 10-20%. Deswegen können solche Städte auch den fahrscheinlosen ÖPNV auch finanzieren. Es ist natürlich dann so, wenn wirklich das Angebot ausgeweitet werden muss, dann wird es relativ schnell recht teuer. Und 100.000 D-Mark, das sind 50.000 Euro umgerechnet, für einen ÖPNV in einem Jahr, kann man runterrechnen, was da im Monat eigentlich für Kosten entstehen dürften und jetzt mit dem Dieselpreis und dann, naja, das war es dann sozusagen schon. Die zweite Stadt ist Templin. Das ist ein Luftkurort, glaube ich, ja genau. Templin ist schon ein bisschen größer, hat ungefähr 2000 Einwohner mehr als Lübben. Es gab 4 Stadtbuslinien, mehr Regionalbuslinien. Pro Tag wurden 17.000 Fahrzeuge im inneren Stadtkern gezählt. Das ist eine relativ schöne Altstadt. Man wollte sozusagen den Verkehr ein bisschen aus der Altstadt herausnehmen. Deswegen hat man dann entschlossen, den Busverkehr kostenfrei anzubieten und eben dadurch Verkehre zu verlagern. In Templin war der Kostendeckungsgrad vor Einführung des Systems bei 14%. So. Man hat in Templin während der Einführung oder zum Zeitpunkt der Einführung massiv das Netz ausgebaut. Man hat von 27 Haltestellen auf 42 Haltestellen das Ganze erweitert. Den Takt verkürzt auf 30 Minuten auf den Hauptästen. Ich glaube, davor waren es 60, also fast eine Takthalbierung. Es kann auch sein, dass es eine Dreiviertelstunde war, bin ich mir gar nicht so sicher. Und man hat auch eine massive Fahrgaststeigerung erzielt, eben von 45.000 Fahrgästen im Jahr 1997 auf über eine 500.000 im Jahr 2000. Was prozentual schon eine ganz schöne Steigerung ist, vor allem innerhalb von 3 Jahren. Und das in einer Stadt mit 16.500 Einwohnern, natürlich Kurort, da kommen noch Touristen und so dazu. Das Problem war nur, dass Templin recht klein ist. Man hat diese Busse fahren lassen, sie wurden auch genutzt. Das Problem ist nur, das ursprüngliche Ziel, eben den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren, wurde nicht erreicht. Das ist vor allem deswegen gewesen, weil Templin eine relativ kleine Stadtfläche hat und relativ kurze Wege und vor allem Fußgänger und Radfahrer dann sozusagen von ihrem Verkehrsmittel auf den Bus umgestiegen sind. Die Autofahrer waren immer noch so bequem, wo man gesagt, ich fahre eben wieder aus dem Umkreis in die Stadt oder ich fahre von meiner Wohnung in die Stadt, in die Innenstadt. Da gab es auch genügend Parkplätze. Man hat sich nicht dazu hinreißen lassen können, Parkplätze zu reduzieren, beziehungsweise irgendwie die Parkgebühren zu erhöhen und eben diese ganze, das Autofahren unattraktiver zu machen. Und die Leute eben nicht nur den Anreiz zu geben, hier der Bus kostet nichts, sondern die Leute auch ein bisschen in diese Richtung zu stoßen. Seht hier, ihr zahlt hier irgendwie 5 Euro, wenn ihr hier 3 Stunden parkt, fahrt doch nicht mit dem Bus, der kostet nichts, ist was genauso attraktiv und ihr könnt dadurch nur gewinnen. Keine dieser Städte hat mit irgendwelchen Verboten gearbeitet. Also haben die nicht, wir hätten ja sagen können, Innenstadt ist jetzt verboten, hätten sie nicht mehr rein, in zentrale Parkplätze ja. Aus. Ja. Das hat aber keiner. Komme ich gleich dazu, weil jetzt wird es nämlich richtig interessant. Dazu muss ich sagen, Templin hat auch den kostenfreien ÖPNV wieder abgeschafft. Jetzt ist nur noch Leute, die die Kurtaxe bezahlen, können den Bus kostenlos nutzen. Das System ist auch wieder weg. So, jetzt die interessanteste Stadt, was das angeht. Das ist auch die einzige Stadt in Europa, die richtig, richtig da reingeknallt hat. Hasselt, Stadt in Belgien, 70.000 Einwohner, hat den ÖPNV im Jahr 1997 eingeführt. Der Fahrausweis ist der ganz normale Personalausweis. Und Touristen müssen ganz normal ein Ticket bezahlen. Die Fahrtkosten sind aber nicht sehr hoch. Apropos Personalausweis, es ist so, dass Tallinn, die estische Hauptstadt mit 430.000 Einwohnern, hat jetzt auch in einem Referendum beschlossen, mit 75% Zustimmung, dass der ÖPNV ab nächstem Jahr kostenfrei nutzbar sein soll. Da wird es auch so sein, dass auf dem Personalausweis ein
Chip aufgeklebt wird und man sozusagen an diesen so Detektoren an der Tür sozusagen seinen Personalausweis ranhält und die sozusagen dann grün blinkt und sagt und zeigt dem Fahrer, okay, er ist Einwohner und er hat bezahlt, normale Touristen werden weiterhin bezahlen müssen und müssen dann sozusagen selber ein Ticket kaufen, ist auch durch diese Entwerter ziehen, das ist so Smartcard-mäßig. Genau. Wie gesagt, es ist die Stadt, die das massivste Wachstum hatte, von 360.000 Fahrgästen bei 1997 auf 4,6 Millionen Fahrgäste 10 Jahre später. Die Kosten betragen 750.000 Euro pro Jahr, was recht gering ist. Ich erkläre auch gleich, wieso. Also das ist sozusagen der Anteil, der der Stadt übrig bleibt an Kosten, die sie tragen müssen. Man muss dazu sagen, Hasselt hat dieses System eingeführt, weil diese Stadt hat zwei Innenstadtlinien gehabt. Die Verkehrsbelastung war aber so groß, dass man noch einen dritten Innenstadtring hätte bauen müssen, zu den entsprechenden Kosten, mit den entsprechenden Querungsbauwerken, viele Tunnel, um eben Lärm und Emissionen aus der Stadt rauszuhalten. Und man hat sich dann überlegt, oder ein Politiker hat sich überlegt, man könnte ja stattdessen auch den ÖPNV kostenlos machen, könnte dann auf diese dritte Ringstraße verzichten. Das ist auch geschehen. Deswegen akzeptiert Hasselt sozusagen einen gewissen Anteil an Kosten, die jährlich anfallen. Neben der Einführung des Kosten- oder fahrscheinlosen ÖPNVs ging auch eine massive Angebotsausweitung einher. Es gab früher zwei Linien mit 8 Bussen. Mittlerweile gibt es 48 Linien mit über 100 Bussen, auch mit den entsprechenden Zuwachs an Kosten. Und es ist so, dass Hasselt statt dieser dritten Ringstraße sozusagen einen grünen Boulevard gemacht hat. Der ist sehr breit mit Radwegen und eben anderen Maßnahmen. Die Kaufkraft ist um 40% gestiegen, die Einzelhandelsumsätze entsprechend. Und man muss dazu wissen, Hasselt hat nicht nur den ÖPNV kostenlos gemacht, sondern auch massiv Push-Faktoren angewandt. Im Innenstadtbereich wurden 800 Parkplätze reduziert. Das ist ungefähr so, als ob man in Braunschweig im Innenstadtbereich 2000 Parkplätze streichen würde. Die Parkgebühren wurden massiv erhöht. Es gibt zwei Tarife noch in Hasselt. 30 Minuten 50 Cent und danach werden 10 Euro fällig. Man darf aber auch 12 Stunden stehen. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt weder eine Brötchentaste, es gibt weder eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden. Es gibt entweder 30 Minuten oder 12 Stunden. Es gibt im kompletten Innenstadtbereich ist Tempo 30. Und es gibt komplett rechts vor links und alles mögliche. Also man hat sozusagen nur versucht, den Pkw oder den motorisierten Individualverkehr, das ist auch Motorrad und Pkw, eben so deattraktiv wie möglich zu machen. Und das ist letztendlich auch dieses große Geheimnis, was Hasselt umgibt. Es ist nicht nur der kostenlose ÖPNV, der kostenfreie ÖPNV, sondern es ist auch diese massive Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs. Das gilt für alle, auch für Anwohner? Auch für Anwohner. Auch für Anwohner. Es gibt noch eine andere Stadt in Belgien, das ist Gent. Gent hat auf 35.000 Quadratmeter eine riesen Fußgängerzone in dem Innenstadtbereich, im kompletten Innenstadtbereich eingerichtet. Man hat alle Parkplätze, also überirdische Parkplätze, hat man komplett entfernt. Man hat, ich glaube, 14 oder 15 Tiefgaragen errichtet, in denen Anwohner ein Fahrzeug umsonst parken können. Jedes zusätzliche Fahrzeug kostet eine entsprechend hohe Gebühr. Touristen, Besucher, alle müssen bezahlen, wenn sie in diesen Bereich einfahren wollen. Ich möchte so sagen, also ab nächsten oder ab diesem Jahr wird jetzt auch komplett mit Kamera und Kfz-Datenbankabgleich überwacht, ob Fahrzeuge in den Innenstadtbereich einfahren dürfen oder nicht. Das macht man so im Ausland, im europäischen Ausland. Das ist da durchaus Usus, wurden auch die entsprechenden Bundes- oder Landesgesetze da geändert, nur um diese Maßnahmen durchführen zu können. In London funktioniert das zum Beispiel sehr gut, weil man kann zum Beispiel eine Umweltzone einrichten, die richtig hart ist, mit dieser Low Emission Zone. Und man hat nicht dieses Problem, die man in Deutschland hat, mit irgendwelchen hier 10 Euro zahlen und dann fahren sie da rein. In London zum Beispiel, wenn sie mit dem LKW
der CO2-Grenzwert nicht einhält, 605 fällig. Das ist genauso wie wenn man mit seinem Wohnmobil in London einfährt, meldet das nicht 3 Tage vorher online an und fährt in diese Low Emission Zone, muss man auch 605 bezahlen. Also das ist, die sind relativ hart. Genau, aber das ist jetzt nur so nebenbei. Soviel zum Thema Hasselt. Wie gesagt, Hasselt ist jetzt das Extrembeispiel in Deutschland, in Europa, für eine belgische Stadt. Wie gesagt, es gibt viele andere Städte, die das auch gemacht haben. Die sind nur sehr viel kleiner und haben sehr viele wenige Linien und auch ein niedrigeres Angebotsniveau. Also in Hasselt ist man jetzt so weit, dass man die Straßenbahn von Maastricht bis Hasselt sozusagen länderübergreifend verlängert, um dadurch den ÖPNV noch attraktiver zu machen. Das kostet auch sehr viel Geld, aber das ist wieder was anderes. Genau. Die großen Vorteile eines kostenfreien ÖPNVs. Oder sozusagen kostenfrei, müssen wir natürlich über Umlage und Refinanzieren. Die Attraktivität des ÖPNV steigt. Das ist so der Hauptgrund, wieso man letztendlich den ÖPNV kostenfrei macht. Es gibt natürlich eine ganze Reihe andere Ziele, zum Beispiel Verkehrsreduktion in der Innenstadt. Man möchte irgendwie die Umweltgrenzwerte für Feinstaub oder CO2 einhalten oder Lärm reduzieren oder. Aber letztendlich ist immer das Mittel zum Zweck die Attraktivierung des ÖPNVs. Indem man auf Fahrscheine verzichtet, spart man sich natürlich auch die ganze Infrastruktur, die mit dem Fahrscheinkauf oder der Fahrscheinabrechnung zusammenhängt. Man spart sich die Entwerte in den Bussen, man spart sich Fahrkartenautomaten, man spart sich diese ganze Tarifplanung, die im Verkehrsunternehmen selbst natürlich auch einen großen Einfluss hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass man durchaus die Haltestellenaufenthaltszeiten reduzieren kann. Das sind letztendlich die Zeiten, die der Bus an der Haltestelle steht, bis alle eingestiegen sind oder ausgestiegen sind. Es gibt einige Städte in Deutschland, die weniger Aufkommen haben, die nur Fronteinstieg machen. Wenn dann natürlich 50 Mann in diesen Bus einsteigen wollen und alle beim Fahrrad ihr Ticket vorzeigen und wahrscheinlich noch 3 Leute ihre Einzelfahrscheine kaufen müssen, dann kann das natürlich schon mal 3-4 Minuten dauern. Und indem man das sozusagen weglässt und alle 3 Türen bei Gelenkbussen oder 4 Türen oder eben beim Standardbus 2 Türen eben frei gibt zum Einstieg, kann man da die Haltestellenaufenthaltszeit und die Fahrgastwechselzeiten minimieren und dadurch auch die Fahrt insgesamt beschleunigen. Und das Interessanteste ist natürlich, wenn das so viel Fahrzeitreserve oder Reserve ergibt, dass sich das Verkehrsunternehmen einen Bus inklusive Fahrer sparen kann. Das ist dann das große Ziel, deswegen werden auch zum Beispiel Lichtsignalanlagen optimiert und etc. pp. Das ist für das Verkehrsunternehmen immer gut, weil dann irgendwie entweder ein Fahrzeug eingespart werden kann oder ein ganzer Umlauf. So, einfache Nutzbarkeit. Es gibt immer so eine Art Hemmschwelle für Leute, wenn, wie gesagt, ich war heute in Braunschweig, bin am Bahnhof ausgestiegen, Fahrscheinautomat habe ich erstmal nicht gefunden, dann bin ich in diese komische Box da reingegangen, stand da erstmal 5 Minuten an, habe da erstmal gefragt, ja, was haben Sie denn für Tickets, ich würde gerne mal hier in der Stadt rumfahren. Ja, Tagesticket irgendwie 5,20, hier können Sie auch ein 2er-Ticket kaufen oder ein 10er-Ticket, habe ich gemeint, haben Sie kein 4er-Ticket oder ein 6er-Ticket, nee, haben Sie nicht. Bis wann kann ich denn dieses Tagesticket nutzen? Ja, bis Betriebsschluss. Dann habe ich erstmal gefragt, man ist im Betriebsschluss um 1 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, um 5 Uhr nachts. Ich kenne es aus Dresden, da ist bis 3 Uhr des Folgetages nutzbar und dann muss man immer so fragen. Und das ist immer sehr komplex. Und dann wird das immer so, nehme ich ein Taxi oder fahre ich jetzt hier? Und wenn ich noch nicht weiß, wo ich genau hin muss, wo muss ich umsteigen und kann ich das? Und ganz spannend wird die ganze Sache zum Beispiel in München, mit Zonen, wo ich dann irgendwie vom Hauptbahnhof zum Flughafen muss und kaufe dieses Hopper-Ticket, sondern kaufe diese Streifenkarten, muss dann irgendwie 8-mal diese Streifen entwerten, damit ich vom Hauptbahnhof zum Flughafen fahren kann. Also wo es dann total wirr wird. Also das ist immer so eine ganz tolle Sache. Und manche Leute haben da ein bisschen Hemmnis und es ist immer gut, wenn so KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, und dann geht das auch. Ne? So. Einsparung beim Straßenunterhalt. Das ist so eine Sache, die ist recht umstritten. Das kommt auch immer auf die Gegebenheiten an. Ein Bus belastet die Straßen natürlich stärker als ein PKW. Das ist einfach de facto so. Man kann sie natürlich
gewisse Kosten trotzdem einsparen, zum Beispiel, wenn man auf Parkraum verzichtet, ich meine, einen Stellplatz oder einen Parkplatz hinzustellen und den auch in Stand zu halten, kostet auch sein Geld. Und da gibt es durchaus einige Einsparmöglichkeiten, aber die kann man immer nicht genau beziffern. Das ist immer so ein bisschen vage. Es ist natürlich so, wie wenn das so weit geht wie in Hasselt, dass man sich komplette Ringstraßen einsparen kann oder irgendwelche Tangenten oder Ortsumfahrungen oder etc. pp. Untertunnelung oder so, dann kann man das natürlich genau beziffern und dann lohnt sich das auch. Senkung der Unfallkosten, natürlich weniger Verkehrsteilnehmer auf der Straße bedeuten automatisch weniger Unfälle. Busfahrer sind meistens eher besser ausgebildet als herkömmliche Autofahrer. Manchmal fahren sie trotzdem die gesenkte Sau. Aber im Allgemeinen ist der Bus das sicherste Verkehrsmittel in Deutschland. Oder mit eines der sichersten Straßenverkehrsmittel in Deutschland, sagen wir mal so. Steigerung der Kaufkraft. Natürlich, wenn ich, wie gesagt, hier nicht jeden Monat 40 Euro löhnen muss für mein Ticket und dann hier letztendlich 480 Euro im Jahr bezahlen würde und stattdessen eben nur eine gewisse Abgabe, die dann auf mehrere Köpfe verteilt wird und deswegen geringer ist, steigt natürlich auch das pro Kopf, also das verfügbare Haushaltseinkommen, weil sozusagen die Mobilitätsausgaben des Haushaltes eben minimiert werden und dadurch sozusagen das gleichbleibendem Budget, Haushaltsbudget, natürlich mehr Mittel für Konsum zum Beispiel übrig bleibt. Dadurch profitiert auch der Einzelhandel sehr stark. Und dann natürlich Verbesserung der Luftqualität, Rückgang von Stau- und Parksuchverkehr. Das ist mit der häufigste Verkehr in Innenstadtbereichen. Das ist ein großes Problem. Wie gesagt, Teile Münchens sind 70% Parksuchverkehr. Die Leute fahren letztendlich nur im Kreis, bis sie einen Parkplatz gefunden haben und sind letztendlich nicht irgendwie, haben keinen richtigen Weg zurückgelegt. Das ist wirklich ein großes Problem. Genau. So, jetzt kommen wir mal zum Kontra. Das ist auch ein wichtiges Thema, das muss man auch richtig durchdenken, wenn man irgendwie einen kostenlosen ÖPNV einführen möchte. Menschen wählen Verkehrsmittel nicht unbedingt objektiv. Das ist das Erste, was man wissen muss. Wir haben in Deutschland so ein bisschen so ein habituisiertes Verhalten. Wir greifen immer gern zum Autoschlüssel. Wir denken jetzt nicht drüber nach, ist das jetzt wirklich das passende Verkehrsmittel für meinen Weg? Wie sind die genauen Kosten? Wie ist mein Zeitbudget? Und das ist ganz wichtig. Zweiter Fakt, das Wichtigste bei der Verkehrsmittelwahl ist die Minimierung der Reisezeit. Das ist alles nicht allerwichtigste. Menschen möchten möglichst schnell von A nach B kommen. Es ist erstmal egal, wie teuer das ist, es ist erstmal egal, wie komfortabel das ist. Es geht immer darum, ich möchte schneller sein. Der schnellere Verkehrsmittel wird meistens gewählt. Wenn ich mit dem Bus irgendwie 50 Minuten brauche in die Innenstadt, mit dem Auto nur 20 Minuten, da fällt mir die Entscheidung relativ schnell, relativ leicht. Wenn ich mit dem Bus 50 Minuten brauche, mit dem Auto 45 Minuten, fällt den meisten Menschen die Entscheidung immer noch leicht, weil nämlich der Komfort vom eigenen Auto letztendlich höher ist. Das muss man wissen. Wie gesagt, die wichtigsten Faktoren in der Verkehrsmittelwahl: Reisezeit, Sicherheit, Takt und Bedienhäufigkeit. Das ist ganz wichtig. Zuverlässigkeit, Zugang, also letztendlich, wie weit ist der Weg zur Haltestelle, wo ist die nächste Haltestelle, wie lange brauche ich für den Weg und dann der Komfort. Und danach kommt der Preis. Es gibt Untersuchungen, dass der Preis 6-10% letztendlich der Entscheidung übernimmt. Die Reisezeit ist das Allerwichtigste. Es bringt nichts, wenn der ÖPNV mich nichts kostet für die Fahrt, wenn der Bus nur alle 60 Minuten fährt oder alle 30 Minuten oder wenn ich erst nur 500 Meter bei Regen laufen muss, bis ich bei der nächsten Haltestelle bin. Das wird nicht genutzt. Das hat man in Lübben sehr gut gesehen. Erst nachdem dieser neue Ast und nachdem diese Taktzeit verkürzt wurde, sind die Leute auch mit diesem Bus gefahren. Der hat davor auch nichts gekostet. Aber die Leute haben trotzdem gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend.
das zweite große Problem beim fahrscheinlosen ÖPNV. Das ist jetzt abhängig von der Stadtgröße. Die meisten Menschen können sich nicht aussuchen, wann sie fahren. Es gibt zwei Hauptverkehrszeiten, das ist morgens und das ist abends. Auf dem Weg zur Arbeit und vom Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, vom Weg zur Schule. Dazwischen kommt noch ein bisschen Einkaufsverkehr, ein bisschen, ich hole mal mein Kind von der Schule ab und so. Aber das ist alles nicht so wichtig. Es geht immer um die Hauptverkehrszeit. Und es gibt in der Verkehrsplanung gibt es die sogenannte Spitzenstunde. Das ist die Stunde, also man misst sozusagen das komplette Fahrgastaufkommen und man nimmt die 30. Stunde davon. Man zählt sozusagen von dem meisten Aufkommen runter und nimmt den 30. Und das ist sozusagen die Kapazität, die ein Verkehrsunternehmen immer vorhalten muss, damit es eine Qualität anbieten kann, die noch befriedigend bis ausreichend ist. Es geht nicht darum, eine sehr gute Qualität zu gewährleisten, sozusagen, dass jeder einen Sitzplatz hat, der Bus immer schön leer ist, ich am besten noch keine Ahnung von Bierkästen reinstapeln kann und dann fahre ich damit durch die Gegend. Es geht darum, dass die Menschen, ohne lange an den Haltestellen warten zu müssen, in einen Bus einsteigen können oder in ein anderes Fahrzeug und dann von A nach B befördert werden. Das ist das Wichtigste. So, das Verkehrsunternehmen muss immer diese Spitzenstunde nehmen. Wenn ich natürlich einen fahrscheinlosen ÖPNV implementiere und ich habe dann eine gewisse Nachfragesteigerung, die ich hier möchte, dann muss das Verkehrsunternehmen schauen, dass es diese 30. Stunde noch einhält, weil sonst nämlich die Qualität des ganzen Verkehrssystems zusammenbricht. Weil dann stehen nämlich die Leute an der Haltestelle und können nicht mit, weil der Bus voll ist. Das ist das größte Problem. Und das ist nämlich dieses ein sehr großes Problem. Man muss dieses System skalieren können. Wenn ich mit einmal 100 oder 150 oder 200% mehr Nachfrage habe, muss ich diese Leute befördern können. So, das dritte Problem ist, hat man den Templin gesehen. Das hängt auch wieder von der Stadtgröße ab. Es gibt sehr viele Untersuchungen aus den USA, die gibt es aus den 1970er, aus den 80er, aus den 90er Jahren, die gibt es auch aus Deutschland, aus Europa. Ich werde die alle, also im Blog nochmal verlinken, dementsprechend, kann jeder nachlesen. Der motorisierte Individualverkehr oder der normale Autofahrer steigt nicht unbedingt in den kostenlosen ÖPNV um. Es ist wirklich ein großes Problem. Man kann die Leute nur sehr schwer aus ihren Autos rausholen. Man hat das mal berechnet. Es war die Einführung der Ökosteuer im Jahr 2004. Eine Erhöhung des Kraftstoffpreises um 10 Cent hat, glaube ich, einen Nachfragerückgang beim motorisierten Auto, ja, beim motorisierten Individualverkehr von unter oder kleiner 1% gehabt. Das bedeutet, wenn ich den Spritpreis verdopple, fahren trotzdem nur 10% weniger Auto. Oder weniger als 10%. Das ist wirklich ein großes Problem. Die Menschen sind nicht wirklich sehr preisfixiert. Es heißt zwar immer, boah, hier Spritpreis, Abzocke und keine Ahnung was, ich fahre jetzt weniger und ich mache jetzt keine Ahnung was. Das stimmt auch, die Menschen fahren auch weniger. Aber sie fahren nicht weniger Auto. Sie fahren halt zusammen irgendwie. Die machen halt eine Mitfahrgelegenheit. Das machen sie 2 Monate, bis eben der Spritpreis wieder so weit gesunken ist, dass man es sich wieder leisten kann. Und es ist auch dieser schleichende Prozess. Man hat sich immer über 1,30 Euro Spritpreis aufgeregt. Dann war irgendwie schon in der Bildzeit, dann war schon die Sodom und Gomorra. Wir sind jetzt bei 1,60, 1,70. Die Leute regen sich zwar immer noch auf, aber letztendlich die Straßen sind auch nicht leerer geworden. Das ist wirklich ein großes Problem. Also sehr viele Wissenschaftler und sehr viele, ja, Politiker nicht so, aber ein paar schon, die versuchen irgendwie den Menschen aus ihrem Auto oder aus diesem Verhalten rauszuholen, die werden richtig, richtig verrückt ein bisschen. Also das ist wirklich ein großes Problem. Wie gesagt, ich habe ja vorhin von der Spitzenstunde geredet. Das ist vor allem vormittags und abends. Wenn man die Nutzung des ÖVs kostenfrei macht, gibt man natürlich ein Verkehrssteuerungs- oder ein Steuerungselement aus der Hand.
Es hat ja einen Grund, wieso es nur Tageskarten gibt. Das ist, damit die Leute nicht im morgendlichen Berufsverkehr auch noch sozusagen mit dem Bus fahren. Das ist sozusagen eine Preisdiskriminierung. Du fährst später, ich gebe dir Geld. Das kann man so weit treiben, oder ich lasse dich weniger bezahlen, das kann man so weit treiben wie in den Niederlanden, wo zum Beispiel es gibt so kleine Onboard-Units, die kann man sich freiwillig in sein Auto pappen. Und die messen dann per GPS, wann man wo gefahren ist. Und wenn man außerhalb der Spitzenstunden, wenn man sagt, ich fahre jetzt nicht morgen nicht Berufsverkehr oder einen Abendberufsverkehr, sondern ich habe irgendwie ein bisschen, ich kann nur sagen, ich fange erst um 10 an oder um 10:30 und fahre dann erst in die Stadt nach Amsterdam oder so, dann zahlt der Staat einem Geld, dass man sozusagen die Autobahn nicht zur Hauptverkehrszeit nutzt. Das könnte man mit dem ÖPNV theoretisch auch machen, wenn man ein total überlastetes System hat. Dann sagt man eben hier, du kriegst ein spezielles Ticket, du darfst nur zwischen 9 und 16 Uhr fahren und dafür kriegst du zahlst nur 50 Cent oder so. Das kann man auch machen. Man muss natürlich schauen, dass man sich dann immer noch so ein bisschen in der Waage bewegt. So. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist die ausreichende Finanzierung. Es ist immer gut gedacht, so, ja, wir machen jetzt mal den ÖPNV kostenfrei, es wird sich schon irgendwie refinanzieren. Ich werde es auch nochmal später am Beispiel von Braunschweig ganz kurz zeigen. Das Problem ist nur, meistens werden diese Berechnungen statisch angestellt. Das ist immer so, die dynamischen Effekte, so diese ganzen Nachfragesteigerungen wird irgendwie nicht eingepreist. Ich weiß nicht wieso, das sind immer irgendwelche kommunalen Entscheidungsträger, die wünschen sich etwas oder haben sich was in den Kopf gesetzt und dann wird es so lange rumgedreht, bis das irgendwie klappt. Das ist leider oftmals der Fall. Ist auch sehr oft in der Straßenplanung so, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber naja, das kann man eben nicht ändern. Genau, und dann der allergrößte Kontra, bisher gab es noch keinerlei Abnahme des motorisierten Individualverkehrs durch die Einführung eines kostenlosen ÖPNVs. Was ja mit eines der Hauptziele sein sollte. So. Die nächste Sache ist natürlich, kostenlose ÖPNV gab es bisher nur in kleinen Städten. Wie ist das jetzt in größeren Städten? Ich zähle da jetzt Braunschweig mal dazu, auch wenn die Beispiele jetzt noch ein bisschen größer geworden sind. Größere Städte. Die Verkehrsunternehmen in größeren Städten haben ein sehr gutes Angebot und haben auch eine sehr hohe Nachfrage. Das hängt auch direkt miteinander zusammen. Die Qualität von ÖPNV-Systemen, also die Effizienz von ÖPNV-Systemen wird sehr oft im Kostendeckungsgrad gemessen. Wie viele Prozent der Kosten erwirtschaftet das Verkehrsunternehmen wieder durch irgendwelche Fahrgeldeinnahmen? Das ist in Berlin und in Dresden sind das 76 bzw. 77%, was ein sehr guter Wert ist. Und Hamburg schafft sogar 88,7%, wobei man dazu sagen muss, dass die Hamburger Hochbahn natürlich noch ein paar Beteiligungen mit B-Netz hat, irgendwie im Privatbahnbereich, Agilis im Regensburger Stern-E-Netz und so. Das ist ein bisschen, kann man nicht so, das konnte ich jetzt nicht voneinander trennen, deswegen muss man Hamburg ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das große Problem bei Verkehrssystemen in Großstädten ist eben, dass die Hauptverkehrszeit das große Sorgenkind ist. Also ich weiß nicht, wer schon mal in Berlin morgens um 9 oder nach 5 gefahren ist, zwischen 4 und 6 so. Das macht schon Spaß. Wenn natürlich dann die S-Bahn noch irgendwie kränkelt oder die BVG mal wieder meint, irgendwelche U-Bahnen müssen ausfallen, dann ist natürlich dann, naja, muss man nicht erleben. Diese Städte haben auch von sich aus schon einen hohen, also es heißt Modal Split, das ist letztendlich die Verkehrsaufteilung. Wie viele Prozent der Wege werden mit welchem Fahrzeug zurückgelegt? Oder mit welchem Verkehrsmittel? Weil diese Zahlen sind äußerst akkurat. Es gibt kaum etwas, was so gut erforscht oder wofür es so viele Daten gibt wie für Verkehr. Also man kann letztendlich alles erheben. Es gibt da landesweite Untersuchungen, die werden alle 5 Jahre oder sogar alle 3 Jahre durchgeführt mit über 150.000 Befragten. Da kann man für Berlin genau sagen, wenn von wie viel Uhr, wie viele Leute von wo nach wo fahren. Das ist auch die Grundlage aller Straßenverkehrsplanung oder aller ÖPNV-Planung. Und wenn diese Daten oder wenn diese Wissenschaft nicht stimmen würde, dann würden ja die Verkehrssysteme auch entsprechend zusammenbrechen. Von daher sind diese Zahlen auch schon sehr akkurat.
Man sieht Berlin ÖPNV-Anteil von 26%. Dazu kommen noch Fuß und Rad, da ist man weit über 50%. München hat auch 21%. Hamburg und so bewegt sich auch in dem Bereich, sehr viele Großstädte. Das ist auch, weil der Autobesitz in solchen Großstädten eben sehr teuer ist. Wenn schon der Quadratmeter, keine Ahnung wie viel Miete kostet, dann muss man nicht noch die paar Quadratmeter für die Garage auch noch bezahlen. Das ist für viele Leute dann wirklich zu teuer. Taktverdichtung nur sehr schwer möglich. Ich kann da aber eine kleine Anekdote erzählen. Es gibt in Dresden die Buslinie 61. Die fährt an der Universität vorbei. Wir haben in Dresden normal einen Bustakt von 10 Minuten. Dieser Takt wird verdichtet auf 3 Minuten pro Tag fahren mit diesem Bus, ich glaube 37.000 Fahrgäste. Ich weiß nicht, hier Richtung, ich glaube insgesamt. Also das ist mehr, eine Buslinie schafft mehr als das komplette Dresdner S-Bahn-System. So, das Problem ist, 3 Minuten ist so die absolute Schmerzgrenze, die dieser Bus fahren kann. Es gibt dann diese Konvoi-Bildung, also Pultbildung heißt es. Dass sozusagen ein Bus fährt, der fährt an die Busbucht, der zweite Bus passt noch dahinter, aber der dritte Bus, der dahinter steht, weil die Leute irgendwie in diesen Bus reinstürmen und die Türen eben blockieren, der erste Bus kann nicht wegfahren und die anderen Busse stauen sich dahinter. Das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt so die Regel, 3 Minuten ist das Maximum, was man dann noch machen kann und danach wird das Ganze eben äußerst schwierig. Man muss da Das ist jetzt nur eine Linie. Wenn man natürlich mehrere Linien über eine Haltestelle führt, wie zum Beispiel Braunschweig, ich weiß nicht, wie ist das Ding, Rathaus, waren da mehrere Buslinien? Wenn jetzt jede Buslinie davon 3-Minuten-Takt hätte, oder 5-Minuten-Takt, dann hätte man sozusagen schon vom Busaufkommen, besonders mit Einfädelung von Straßenbahnen, wirklich ein großes Problem, das irgendwie operativ noch abzuwickeln. So, und dann Ausbau hochkapazitiver Systeme, S-U-Bahn, kostet erstens ein paar Milliarden und ist nur sehr langfristig möglich. Man kann da locker mal 10, 15 Jahre planen. Wie gesagt, in Dresden möchte man jetzt diese Buslinie 61 durch eine Straßenbahnlinie ersetzen. Da ist man auch an der Planung dran. Voraussichtliche Fertigstellung 2020, man möchte das eigentlich schon seit 10 Jahren machen. Wie gesagt, in Dresden braucht man auch für eine Waldschlüsselbrücke 17 Jahre. Teilweise für den Umbau von einer Haltestelle braucht man auch 17 Jahre und für eine Bundesstraße braucht man auch mal 20 Jahre. Also das ist jetzt kein... So, das sind ungefähr die Dimensionen, in denen man schon mal denken muss. So, die Sache ist jetzt die, wenn man natürlich Also wie gesagt, ich bin... Die Berliner Piraten... So, ich kann ja Teile ihres Programms unterstützen. Eigentlich mit ihrem kostenlosen ÖPNV in Berlin. Das ist die größte Schnapsidee, die man haben kann. Wirklich. In Berlin gibt es die Kapazität, kann man nicht hinkriegen. Das geht einfach nicht. Man müsste irgendwie, ich glaube, 6 oder 7 neue U-Bahn-Strecken bauen. Man müsste die S-Bahn erstmal in Ordnung bringen, was auch schon genug Aufwand bedeutet. Und wenn man da irgendwelche Fahrgersteigerungen von 50% in der Hauptverkehrszeit hätte, wenn man sich allein mal die Volumina überlegt, die da hinzukommen, das ist operativ nicht machbar und das kostet dann nicht nur ein paar Millionen, sondern es kostet dann ein paar Milliarden, die man vorab schon im Haushalt einstellen müsste und wo man die Nachfeststellung schon anfangen müsste, um da überhaupt noch einen Fuß auf die Erde zu bekommen. Ich weiß es nicht, ich meine, in Braunschweig gab es ja auch schon genug Diskussionen mit der Regio-Stadtbahn. Das hat ja auch Jahre Diskussion gedauert. Ich meine, das dritte Gleis liegt ja fast schon im ganzen Stadtgebiet oder in Teilen des Stadtgebiets. Man hat das ja jetzt auch letztes Jahr gestoppt wegen zu hoher Kosten für Fahrzeuge. Wobei Fahrzeuge sozusagen noch, oder generell für die Strecken, das hat ja noch mit Elektrifizierung und so zu tun. Letztendlich wurde es gestoppt, weil es so lange getrödelt wurde und damit der Fördertopf zu war. Oder so. Das ist ja noch eine Sache, der Auslauf des Gemeindefinanzierungsgesetzes, was jetzt nicht beschlossen, beziehungsweise wo jetzt nicht der Spatenstich erfolgt ist. Man weiß nicht, wie man es bezahlen soll. Was jetzt nicht fertig geplant ist, wird auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie, keiner weiß, wo das Geld kommen soll. Das ist wirklich ein großes Problem. Also
deswegen hat man jetzt auch versucht, möglichst viel irgendwie noch so halb fertig zu planen und anfangen, einfach nur um angefangen haben zu bauen. Das ist auch noch so ein großes Problem, wieso es auch jetzt viele Kostensteigerungen in Verkehrsprojekten gibt, weil die eben nicht ganz richtig fertig geplant sind. So, das waren jetzt so die gröbsten Punkte, die man da hat. Es gibt da noch ein paar mehr, aber das muss man jetzt dann nicht wirklich ausführen, weil es dann wirklich kompliziert wird mit induziertem Verkehr. Es gibt dann auch sozusagen, was heißt, es gibt die Theorie, es ist Fakt, dass wenn man Fahrzeuge oder den Pkw von der Straße holt und diese Leute mit dem Bus fahren, dass dieser entstandene Raum auf den Straßen wieder aufgefüllt wird. Das hat was mit konstantem Reisezeitbudget zu tun, aber das ist jetzt zu theoretisch, das muss man jetzt nicht aufführen. Also es ist immer, man muss bei Verkehrssystemen, wenn man irgendwas anfasst, wenn man versucht, einen kostenlosen ÖPNV zu implementieren oder wenn man irgendwie versucht, eine Verkehrsberuhigung zu machen oder wenn man irgendwie einen Parkraum verringern will oder bepreisen oder so, man muss immer das gesamte Verkehrssystem betrachten. Da kann ich nur sagen, ich mache jetzt hier irgendwie den Parkschein 2 Euro teurer in der und der Straße, sondern ich muss dann schauen, wie verteilt sich dann dieser Parkverkehr auf die umliegenden Gebiete, welche Auswirkungen hat es auf den ÖPNV, welche Auswirkungen hat das auf andere Effekte. Genau. Jetzt kommen wir mal zum Braunschweig. Ich wollte dazu eigentlich noch fragen, damit ich jetzt weiß, wie ich jetzt anfangen muss, welche Ideen jetzt in Braunschweig gäbe für ein kostenloses ÖPNV. Ob man sowas einführen wollen würde, ob man da einige Linien nimmt oder ob es überhaupt eine Idee gibt. Also bisher ist die Überlegung nur so weit, dass wir die Idee definitiv interessant finden und eigentlich gucken wollen, geht es überhaupt. Also wir haben auch zum letzten Haushalt ein paar Anfragen gestellt in der Hinsicht an die Verwaltung, wie vielleicht sowas finanzieren werde oder was das überhaupt kosten würde. Und wir finden die Idee total klasse und wenn es sich umsetzen lässt, dann gerne, weil wenn halt nicht, dann Bullshit müssen wir nicht machen. Okay. Also das Ganze ist halt im Großen und Ganzen abgeleitet aus der Grundidee der Plattformneutralität. Und von daher muss man es halt einfach mal betrachten und anschauen. Ich habe noch mal eine Frage, was ich jetzt noch nicht verstehe ist, man macht das ja nicht so, wäre mein Denkansatz, sag ich mal, als soziale Mutter, sondern man macht das aus, sag ich mal, städtebaulichen Gesichtspunkten. Um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Genau. Oder, sag ich mal, ne, so. Probleme zu lösen, die es letztendlich in Städten gibt. So. Ja. Gut, und da gibt es in Braunschweig eher die Diskussion über dieses Parkraumbewirtschaftungskonzept, was ja auch mit Verdrängungsmechanismen arbeitet, ne? Genau. Besucherverkehr oder Anrainerverkehr oder auszuhalten. Das ist nochmal. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist ja auffällig, dass es alles bisher in kleinen genau. Nicht in größeren Einheiten. Ja. Weil es nicht funktioniert in größeren Städten. Ja. Das ist. Städtebaulich gesehen? Dass es nicht städtebaulich eingebunden werden kann? Oder? Das geht von der. Vom Aufbau eines Nahverkehrssystems nicht. Das ist. Wie soll ich das sagen? Es gibt eine gewisse Maximalkapazität von ÖPNV-Systemen. Es ist so, dass der Bau von solchen Systemen sehr kapitalintensiv ist. Das können sich die meisten Städte nicht leisten. Es ist so, wenn man natürlich ein Bussystem hat, das nicht ausgelastet ist, dann kann man darüber nachdenken. Wenn man ein Bussystem hat, das sehr ausgelastet ist, man möchte einen kostenfreien ÖPNV einführen, man hat die gewisse Nachfragesteigerung, muss man sich überlegen, wie bewältige ich diesen Verkehr. Kann ich mehr Busse einsetzen, kann ich das Liniennetz verändern, etc. pp. Aber an einem gewissen Punkt geht das nicht. Und dann brauche ich leistungsfähigere Verkehrssysteme. Dann brauche ich eine Straßenbahn bzw. eine Stadtbahn, die auf einem Gleiskörper fährt. Die hat eine höhere Durchsatzfähigkeit oder Kapazität, Stundenkapazität, je Richtung. Irgendwann ist dieses auch voll. Dann muss ich natürlich darüber nachdenken, was mache ich da? Dann bin ich ganz schnell im Bereich U-Bahn. Das ist sozusagen die Hochkapazität, also die Verkehrssysteme mit der höchsten Kapazität.
Die haben aber auch ein gewisses Limit. Dann kommt natürlich die Frage darauf, lohnt sich das? Hat das wirklich den Nutzen, wenn ich diesen ÖPNV wirklich kostenlos mache? Gibt es nicht andere Maßnahmen, die ich auch für diese monetären Mittel einsetzen könnte, die sozusagen einen größeren Effekt haben? Das ist jetzt die Betrachtung dieser Opportunitätskosten. Dann muss ich mir auch noch überlegen, möchte ich überhaupt einen kostenlosen ÖPNV? Es gibt ja hier noch, bei diesem Kontra gab es ja auch noch hier diese was nichts kostet, ist nichts wert, wovon ich absolut nichts halte, weil das ist einfach nicht richtig. Ich meine, für Schulbildung, die ist ja letztendlich auch, also für die, jetzt, wenn ich mein Kind auf die Schule schicke, ist das ja letztendlich, kostet mich das zwar auch Geld, aber ich muss jetzt kein Schulgeld bezahlen. So, das zahlt ja auch die Gesellschaft. Dann ist es natürlich noch die andere Frage, dann kommt noch diese Sache hier mit Vandalismus und irgendwelche Obdachlosen, die da fahren, das ist auch Blödsinn. So, aber was natürlich reinzählt, ist, wenn ich den ÖPNV kostenfrei mache und die Menschen die Autos trotzdem nicht stehen lassen und sich letztendlich da nichts ändert, brauche ich das? Möchte ich das? Es gibt auch den Ansatz, dass man sagt, man möchte Kostenwahrheit im Verkehr. Jeder trägt die Last, die er auch verursacht. Also an Lärm, an CO2 etc. Das ist ein großes Problem, weil der motorisierte Individualverkehr ein bisschen unterpreist ist. Man müsste eigentlich ein bisschen was aufschlagen. Und der ÖPNV versucht, der kostendeckend zu arbeiten. Das schafft er nicht, weil er hohe Kapitalkosten hat, weil er muss irgendwie die Strecken refinanzieren, obwohl es 80-90% Förderung gibt. Das ist ein Problem. Und man muss eben schauen, dass der ÖPNV, wie gesagt, nicht jeder möchte das nicht nutzen. Es gibt manche Leute, die legen Mehrwert auf ihren Komfort, die legen Mehrwert darauf, dass sie irgendwie schnell trocken aus ihrer Garage in die nächste Tiefgarage kommen und stehen dafür mal eine halbe Stunde im Stau oder bezahlen dafür mal 5 Euro Parkgebühren. Und andere Leute sagen sich halt, okay, ich fahre dann lieber mit ÖPNV und muss halt 20 Meter laufen und bin ein bisschen nass, wenn ich den Bus einsteige. So. Das ist immer vom persönlichen Wahlverhalten. Man kann das auch nicht wirklich verallgemeinern. Und letztendlich, die meisten Kommunen haben gesagt, es ist uns zu teuer, es lohnt sich nicht, das Ergebnis lohnt sich nicht oder es ist einfach nicht umsetzbar. Aber ich komm später nochmal darauf, für welche Städte sozusagen ein fahrscheinloser ÖPNV sich lohnen würde. Ich glaube, das ist mit sehr interessant. Genau, Braunschweig, Verkehrsmäßig. Ja, ich habe noch einmal eine Frage, und zwar kann man in den Bereich kostenloser ÖPNV ja auch diese Kurzzeitmodelle wie Park-and-Ride-Angebote am Samstag oder ähnliches mit reinrechnen. Inwieweit ist das denn überhaupt effektiv und führt zu einer Entlastung der Innenstadt? Weil ich habe immer das Gefühl, es bringt eigentlich überhaupt nichts. Die Park-and-Ride-Parkplätze sind nicht voll oder voller, als sie ansonsten wären. Und die Innenstädte sind nicht leerer, weil es einfach zu viele Leute gibt, die sagen, dann fahre ich doch lieber in die Innenstadt, dann brauche ich meine Einkaufstasche nicht so lange im Bus halten. Ey, im Braunschweig liegt das aber daran, dass die Dinger teilweise beschissen gelegen sind und eigentlich bessere Äcker sind. Ja gut, also wenn ich mir angucke, was weiß ich, Wiesmarode von dem Realparkplatz da, war ja eine Zeit lang eine Park-and-Ride-Verbindung zu einer Zeit, wo ich tatsächlich jeden Samstag dort lang gefahren bin und sie eben nicht genutzt habe, weil ich einfach keine Lust hatte dazu. Das ist eben also die Bequemlichkeit. Mit dem Bus brauche ich eine Viertelstunde länger und muss meine Tüten die ganze Zeit im Bus festhalten. Hm. Sitzplatz kriege ich eh nicht, oder mit der Straßenbahn. Also es gibt, das hängt ganz stark mit der Konzeption zusammen. Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin Gent erwähnt. In Gent hat man das gemacht, indem man eben den kompletten MIV oder Pkw-Verkehr aus der Innenstadt herausgenommen hat. Man hat dafür Park-and-Ride-Parkplätze in den Außenrandbezirken angelegt. Die werden natürlich dann auch genutzt, wenn man sonst in die Innenstadt reinkommt. Die Geschäfte haben so Sammeltaxen oder was ist das, so Sammellieferwagen und bringen dann sozusagen die Einkäufe der Menschen sozusagen zu ihrem jeweiligen Park-and-Ride-Parkplatz. Das geht auch. Das große Problem bei der Anlage von Park-and-Ride-Parkplätzen ist, dass man sie schwer planen und noch schwerer modellieren kann.
Das ist ein ganz großer Verkehr, ganz großes Verkehrsproblem in der Verkehrsplanung oder eher Planungsproblem. Park and Ride, Taxi und die Umstiege von einem Verkehrsmittel in die andere. Also wer da einen Algorithmus entwickeln kann, der kann eine Menge Geld verdienen. Aber ansonsten gibt es ein großes Problem. Auch noch eine Frage, so ein bisschen auch in die Richtung, gibt es denn Erhebungen, werden eigentlich Bus und Bahn genutzt? Also ja. Zum einen in die Richtung der Diskussion, möchte man es jetzt Ortsansässigen anbieten, zum Beispiel einen Berufsverkehr zu entlasten, der in der City stattfindet, oder möchte man es gerade Touristen anbieten, um die Stadt attraktiver zu machen? Wie viele Leute nutzen Park und Ride aufgrund von besonderen Veranstaltungen? Wie viele, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, weil sie kein zweites Auto leisten können? Oder da kann man ja viel zielgerichteter vielleicht auch angucken, wem man das eigentlich anbieten will. Also der typische ÖPNV-Kunde ist weiblich, 30 bis 45 und fährt zum Einkaufen. Okay. Das ist der typische ÖPNV-Kunde. 20% sind... Das ist der Haupt ÖPNV-Kunde, sagen wir es mal so. 20% sind auch Schülerverkehr, aber der ist natürlich zeitlich gesteuert, wobei das kann man, also die Zahl würde ich jetzt nicht so, aber so ungefähr die Größenordnung ist. Natürlich Berufsverkehr und so. Das ist auch noch so eine Sache. Wie viel ist ortsansässig, wie viel ist ortsaußerhalb? Weil das so oft das muss man in jede Stadt sehen. Das kann man nicht verallgemeinern. Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt ja Städte wie Köln, die haben eine große Anziehungskraft. Und es gibt Städte, ich möchte jetzt nicht gegen Castrop-Rauxel sagen, ich weiß nicht, ob welche Leute aus dem Umland nach Castrop-Rauxel reinfahren wollen zum Einkaufen. Das kommt drauf an. Das kann man wirklich nicht so verallgemeinern. Aber dafür gibt es Erhebungen und davon hat die Kommunen haben die auch. Jeweilige Kommune, die Stadtplanung oder die Verkehrsplanung, hat Erhebungen, wann, wie viele Leute, welche Leute von wo nach wo fahren und wie stark die Verkehrsbelastung auf jeder Straße zu welcher Uhrzeit sind. Das sind meistens so Stundenscheiben, 24 Scheiben, und da kann man pro Stunde sagen, auf der an der Straße fahren so und so viele Fahrzeuge. Und diese Leute wollen von da nach da, das sind meistens so, das nennt man Quelle-Zielgruppen, das ist so Wohnarbeit oder Wohneinkaufen oder Wohnsonstiges, so Freizeiten sogar. Kann man sehr gut festsetzen. Es ist immer sehr interessant, weil nämlich die Stadträte und so oder alle möglichen Verkehrspolitiker kriegen immer diese bunten Bildchen. Da sind immer diese Stadtpläne und da sind immer so in verschiedenen Farben, sind so in verschiedener Dicke die Verkehrsstärken eingezeichnet. Da stehen Matrizen dahinter. Man kann mal fragen, wenn irgendwie ein Verkehrsplanungsbüro oder Ingenieurbüro mal kommt, ja, und zeigt so ein buntes Bildchen, weil das macht man, weil sonst die Politiker das nicht verstehen. Da sagt man, ja, zeig doch mal die Matrize, oder zeig doch mal, wer da überhaupt wann fährt. Dann machen sie erstmal große Augen, wollt ihr das wirklich sehen? Dann sagst du ja. Und die sind nämlich gar nicht so schwer. Das ist total, es gibt so 13x13 Matrizen, 10x10 oder 7x7. Das ist wirklich nicht, keine große Kunst. Kann man sogar für ganze Städte eine Matrize. So. Wobei stehen wir in Braunschweig? Eine Frage habe ich noch. Ja. Wenn beispielsweise die gesamte Innenstadt über so ein Parkpreismodell extrem verteuert wird, ja, und auf die Art und Weise der MIV aus der Innenstadt rausgedrängt wird, ja, wie ist denn da die Erfahrung beispielsweise mit privaten Parkhausbetreibern, denen man sowas ja nicht vorschreiben kann und solchen Geschichten? Man kommt ja dann auch mit solchen Ideen verhältnismäßig schnell in ganz andere rechtliche Bereiche. Das halte ich noch für ein viel größeres Problem, wenn man so eine Innenstadt komplett vom MIV befreien will. Ja, das ist ein großes Problem. Parkraumbepreisung ist das effektivste Mittel für die Verkehrsverlagerung. Das ist das effektivste und effizienteste Mittel. Es ist so, man kann natürlich, es gibt Parkraumverordnungen, die hat jede Kommune. Da stehen gewisse Richtlinien oder eine Verordnung, wer wie viele Parkplätze, zum Beispiel, das ist ja hier noch basierend auf der Reichsgaragenordnung, also 1938, dass man mal ein Haus baut oder ein Büro, dass man so und so viele Parkplätze da anbieten muss. Die kann man ablösen für 30, also kostet ungefähr so 30.000 Euro je Parkplatz. Und es gibt dann sozusagen, das wird der Kommune zur Verfügung gestellt, diese Kommune muss dafür öffentliche Parkplätze bauen. Das ist zweckgebunden, dieses Geld.
Das ist so das erste Problem. Das zweite Problem ist, wenn man natürlich sowas einführt, da muss man ein komplettes Parkraumkonzept erstellen, da muss man natürlich auch die Kapazität der privaten Parkraumanbieter mit reinrechnen. Man kann natürlich dann versuchen, ob man den öffentlichen Parkraum noch weiter verringert. Es ist so, in Innenstadtbereichen gibt es natürlich nur gewisse Flächen, die für Parkraum dienen können. Wenn diese Flächen eben nicht vorhanden sind, dann kann man sagen, ja gut, jetzt verringern wir eben unsere öffentlichen Parkplätze, es kann kein Mensch ein neues Parkhaus bauen, eine neue Tiefgarage, dann ist die Sache gegessen. Ich weiß nicht, inwieweit es mit Bebauungsplänen geht, da bin ich jetzt nicht mit Bauleitplanung, das weiß ich nicht. Oder man macht halt das komplett krasse Beispiel, dass man die komplette Innenstadt autofrei macht. Dass man sagt, das wird eben eine große Fußgängerzone mit sehr vielen Einbahnstraßen. Ja, gut, aber dann ist gut. Ich weiß, in Braunschweig kenne ich einige rein private Parkhäuser. Würde man jetzt sagen, man macht die komplette Innenstadt autofrei, dann hätte man sofort eine Verfassungsklage an der Backe, weil die freie Berufsausübung nicht mehr möglich ist, weil eben dieser Parkhausbetreiber nicht mehr sein Parkhaus betreiben kann. Ist das so? Ja. Wie willst du ein Parkhaus betreiben, wenn die Stadt beschließt, es können keine Autos mehr hinkommen? Und das ist freie Berufsausübung, ist Grundgesetz, damit hast du sofort eine Verfassungsklage an der Backe. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man einfach die Preise in öffentlichen Parkhäusern erhöht, meinetwegen auf 5 Euro oder sowas, dann wird der private Anbieter aber kaum sagen, ich bin so ein Autofreund, ich lasse das bei 2 Euro. Ja, aber der wird sagen, nachziehen würde es ein bisschen billiger machen, aber trotzdem steigen insgesamt die Kosten. Es ist ja. Lass mal einhaken, in England ist das so, dass es diese Parkhäuser in London auch gibt, da wird es über die Vignette geregelt. Das heißt, es ist im Grunde genommen geregelt, wer noch in die City darf. Das ist wie so ein Exklusivclub. Das hält natürlich ganz bestimmte Leute draußen und wer sich das leisten kann, darf dann noch rein. Die anderen sind gar nicht mehr vorgesehen. Und da spielt jetzt der zusätzliche Einstellplatz im Parkhaus eine untergeordnete Rolle. Also es ist eine ganz einfache Ökonomie. Wenn ich sage, ich habe 100 Parkplätze öffentlich und 100 Parkplätze privat und die 100 Parkplätze haben 2 Euro gekostet und die 100 privaten Parkplätze 1 Euro, weil der Investor natürlich sein Parkhaus voll machen will. Und ich schaffe diese 100 öffentlichen Parkplätze ab, sozusagen, dann verringere ich das Angebot, bei gleichbleibender Nachfrage steigt der Preis und dieses Parkhaus kriegt man nicht raus. Wenn man natürlich sagt, man verteuert den Parkraum so sehr, dass man irgendwie 5 Euro oder 10 Euro pro Stunde nimmt, dann wird natürlich der private Anbieter wird natürlich danach ziehen. Das einzige Problem, was ich sehe, sind dann Parkhäuser, die, also so, dann steigt insgesamt der Preis, der wird natürlich dann, es wird natürlich marktgleichgewicht sich einstellen, dass die Leute immer noch so, gerade noch so in die Innenstadt fahren. Aber ich sag mal so, die Kapazität von privaten Parkhäusern ist ja auch beschränkt. Damit kann man leben. Man muss es nicht wollen, aber man kann damit leben. Man muss ja auch keine neuen Parkhäuser genehmigen. Das ist ja, das geht ja, das ist ja kommunal möglich. Wo ich das größere Problem sehe, sind so Einkaufszentren mit angeschlossenen Parkhäusern, weil dann natürlich die Einzelhändler in diesem Park, in diesem Einkaufszentrum dann sagen, ja, hier, wir haben schon, wir zahlen schon sehr teure Ladenmiete, wir haben da Anspruch auf irgendwelche Parkplätze, aber wenn die voll sind, sind sie auch voll. Man kann das steuern. Also das ist so. Ich weiß jetzt nicht, wie das verfassungsrechtlich ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich sein soll, Parkhäuser im Innenstadtbereich zu schließen. Das wird irgendwie sicherlich gehen, man weiß nicht wie. Zur Not. Ich weiß es nicht. Ja, das sind halt eine ganze Reihe Themen. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt von den Parkhäusern und Tiefgaragen in Braunschweig effektiv welche aus der öffentlichen Hand? Ich bin der Meinung, die sind alle mittlerweile komplett privat. Weißt du nicht, wie also eventuell Eiermarkt könnte noch das sein, oder ist das auch privat mittlerweile? Die Tiefgarage hat ist auch privat? Weil in Braunschweig bin ich der Meinung, sind zumindest die hochkapazitiven Parkflächen alle privat. Und die Restflächen, so Marke am Straßenrand und ähnliches, ich habe es nie irgendwie nachgezählt oder nachgeguckt, aber ich würde schätzen, 50% der Parkfläche sind privat. Und da sehe ich halt ein verhältnismäßig großes Problem bei dem Versuch, das vernünftig auszusteuern. Ja.
Das kommt natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Parkdruck in Braunschweig ist, zum Beispiel Samstagnachmittag. Wenn sich die Autos natürlich 500 Meter außerhalb von der Tiefgarageneinfahrt rausstauen, wie es zum Beispiel in Münster der Fall ist. Wer schon mal in Münster war am Samstag, da denkt man wirklich mal, ist irgendwie, stehen die Autos eine halbe Stunde vor der Tiefgarage, nur um einen Parkplatz zu kriegen. Das ist hier vorm Schloss mittlerweile auch so. Ja, vorm Schloss, aber Leute mit einem gewissen Maß an mit Ortskenntnis brauchen nicht länger als 5 Minuten, um einen Parkplatz zu finden, der weniger als 200 Meter vom Ziel entfernt ist. Ich habe noch nie länger gebraucht. Wenn die alle die ganzen Parkhäuser voll sind, dann ist nicht gehabt. Ja, und wenn die Parkhäuser voll sind, brauchen wir kein Parkhaus. Und draußen findest du auch nichts. Nein. Also in der Innenstadt am Theater, ich war da auch die über 20 Minuten. Aber es gibt Leute, die Glück haben. Also gut, dann können wir parken, ich meine, aber ich habe, was weiß ich, wenn ich in die Innenstadt will, parke ich Münchstraße, in der Hart und ich habe immer einen Parkplatz. Also ich bin mir sicher, wenn man Museum macht, sind das mehr Auswärtige in den Parkhäusern als Einheimische. Keiner ist so bekloppt mehr, sag ich mal, als Braunschweiger oder im östlichen Ringgebiet wohnt, sag ich mal, hier die, eine Stunde Parkplatz zu suchen, weil er jetzt unbedingt macht keiner mehr. Also ich kenne sehr viele, die das nicht machen. Ne? Die nehmen Fahrrad, weil ich hier ja auch kurze Wege, also ja, es kommt auch immer auf die komplexe Reisezeit an. Also die komplexe Reisezeit ist sozusagen Zugang, Fahrt, beim ÖV kommt noch Umstieg oder Wartezeit dazu und dann sozusagen dann noch bis man Parkplatz hat und bis man dann letztendlich vom Parkplatz dann noch bis zu seinem Ziel gelaufen ist. Weil man natürlich erstmal 20 Minuten auf den Parkplatz sucht und muss dann irgendwie nochmal einen Kilometer latschen, dann ist das natürlich trotzdem wieder unattraktiver. Also man kann dadurch schon steuern. Das geht schon. Ich muss vorher wissen, dass das so ist. Das wäre mit Umwelt im Anlauf, ja. Weiß man es dann. Es gibt ja auch zum Beispiel wirklich innovative Parkenkonzepte, zum Beispiel in San Francisco hat man das gemacht oder ich glaube in New York macht man das auch. Man hat den kompletten Block, jeden Parkplatz mit einem Sensor versehen und man steuert das nachfrageabhängig. Das bedeutet, bei einer hohen Nachfrage steigen die Parkgebühren variabel, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dollar pro Stunde. Und je geringer die Nachfrage ist, desto geringer sind es auch mal 50 Cent. Da müssen aber auch alle Anwohner müssen das bezahlen. Bloß müssen halt dann nachts weniger bezahlen, wenn weniger Nachfrage ist. Man kann das natürlich dann steuern, weil man kann zum Beispiel über Applications, das kommt ja auch jetzt im Auto immer mehr, dass dann das Auto einem direkt zum nächsten Parkplatz leitet. Man kann diese Parkplätze auch theoretisch 15 oder 10 Minuten sperren, blocken. Man bezahlt zum Beispiel 5 Dollar und kann sozusagen 10 Minuten, weiß man, dass dieser Parkplatz für einen reserviert ist. Das kann man auch machen. Das ist alles möglich mittlerweile. Das ist zum Beispiel, BMW baut jetzt ja ein neues System in ihre Fahrzeuge ein, die leiten einen, ich glaube BMW war es, die leiten einen zum nächsten freien Parkplatz. Weil zum Beispiel die Navigationsanbieter haben ja die Daten. Man kann ja auch zum Beispiel Vodafone oder O2, man kann ja von jedem Handy in Deutschland sozusagen die Positionsdaten anonymisiert. Man weiß zum Beispiel auf Autobahnen, wie viele Handys sozusagen in einer Stunde lang gefahren sind. Das kann man ja auch machen, das kann man auch mit Parkplätzen. Autos werden jetzt auch bald immer intelligenter mehr kommunizieren. Die werden auch mit der Stadt mehr kommunizieren, das ist Smart City mäßig. Die werden auch mit dem Parkraum kommunizieren. Das wird kommen. Dafür gibt es schon Anwendungen. Erstmal in den USA, aber das wird in Europa sicherlich in ein paar Jahren auch der Fall sein. Wobei bei uns der Parkdruck nicht so groß ist, weil wir wenigstens noch Alternativen haben. In San Francisco oder Los Angeles ist mit Alternativen ja eher ein bisschen mau. Klar. Gut. Was soll's? Jetzt komme ich zu Braunschweig. Ja. Der Verkehr in Braunschweig. Das ist jetzt leider nur Stand 2004. Ich habe ja nichts Neues gefunden. Das ist vom Institut für Verkehr und Stadtbau. Wir sind der TU Braunschweig. Das war so ein Forschungsbericht Mobilität Stadt Region 2030. Das gibt so mehrere Szenarien, wie sich irgendwie der Verkehr entwickelt mit verschiedenen so Dingen. Da war noch die Regio-Stadtbahn drin und so. Das ist der Ist-Stand 2004 gewesen. Es ist auf Grundlage von Haushaltsbefragungen erfasst worden. Klingt ganz plausibel, 67,6% aller Wege in Braunschweig werden mit dem Auto oder dem Motorrad, also meistens Auto zurückgelegt, 24,2% zu Fuß, 14,6% mit dem Rad und 13,6% mit dem ÖV. Der große Fußanteil ist deswegen, weil ja die Innenstadt großflächig als Fußgängerzone, also zum Großteil als Fußgängerzone ausgestaltet ist, natürlich dann
das ein bisschen steuert. Radverkehr ist auch äußerst, also diese Verkehrsaufteilung ist eigentlich sehr relativ gut, sag ich mal nicht sehr gut, aber relativ gut. Also ich wünsche mir ja immer so Viertel jeweils, so 24-25% Fuß, 25% Rad, 25% ÖV, 25% EDV. Damit wären alle Leute zufrieden und jeder würde ankommen. Ist natürlich nicht so, aber dafür, dass Braunschweig mit die höchste Motorisierungsgrad in Deutschland hat, mit 600 Fahrzeugen je 1000 Einwohner. Ich glaube, der Durchschnitt bei 500 noch was. Also von daher ist das ordentlich. Also die Region Braunschweig, das ist jetzt nicht nur die Stadt, sondern die Region. So, ich habe deswegen gefragt, wegen Ziel, weil es hätte ja sein können, dass man sagt, man möchte irgendwie den motorisierten Individualverkehr ein bisschen eindämmen und den ÖPNV-Anteil steigern, man möchte es ein bisschen attraktiver machen oder man möchte irgendwie, man hat Probleme mit Feinstaub, ich weiß nicht, wie es in Braunschweig ist, mit Umweltzone oder ob da was droht, irgendwelche Strafzahlungen. Kann ja auch sein, dass die EU bald Bußgelder verhängt, wird ja auch jetzt bald teuer. Das ist weiß ja keiner, sind ja fast alle Messstellen. Ja gut, Messstellen, die irgendwie mal 5 Tage vor Ende des Jahres auch gerne mal ausfallen oder so, oder mal umgesetzt werden, weil ganz dringend und so, das ist, ist auch klar, das machen ja einige Städte auch gerne. Ja, aufgrund von Baumaßnahmen, das eine ist noch übrig, ne? Ja. Am Altiefing, ja. Ja. Die hier mit in der Innenstadt ist weg. Ja. Ja. Die hier könnte ja eine unglaublich hohe Fahrwerte noch fahren. Das stimmt. Da steht die schon. Ist das eine Verkehrsmessstation oder eine Hintergrundmessstation? Okay. Ja, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Frischluftschneisen sind. Da kann man immer noch ein bisschen was drehen, es kommt immer drauf an. Also dafür gibt es ja auch so Modellierungsmodelle, wie sie irgendwie Feinstaub ausbreitet in der Stadt. Das ist auch ganz spannend, wo dann diese Messstationen immer stehen und wo sie eben nicht stehen. Kommt auch immer drauf an, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Spannender sind eigentlich die Referenzmessungen, die gemacht werden. Weil damit kann man auch eine ganze Menge mehr bringen. Ich würde mal gerne diese Echtzeitdaten, die wir so gerne haben, so von jeder Station in Deutschland. Das ist immer so. Egal. Wie gesagt, es hätte ja sein können, dass man das irgendwie ein bisschen verändern möchte oder man möchte sagen, dass es sozial gerechter ist, dass es auch sozial Schwächere oder Kinder oder Rentner oder gut, Rentner Mobilität leisten können, dass das sichergestellt wird. Jetzt Schwerbehinderten aus dem Außen vorgelassen. Oder dass man eben irgendwelche andere Ziele hat, dass man irgendwie den Zugang oder die Plattformneutralität haben möchte. Kann ja auch sein. So, wenn man sich mit kostenfreien ÖPNV in Braunschweig beschäftigt, muss man sich natürlich erstmal die Kennziffern anschauen, die Braunschweiger Verkehrs AG so in ihrem Geschäftsbericht schreibt. Das waren 2010 34,7 Millionen Euro Umsatz. Letztendlich Fahrgeldeinnahmen würdest du meistens sagen, das ist noch ein bisschen so Sonderertrag und so, aber der Großteil sind sicherlich die Fahrgeldeinnahmen. Die Kosten von 16,21 Millionen Euro für 2011 und 2012 von 17,5 Millionen Euro Verlust, also eingeplant. Damit erreicht die Braunschweiger Verkehrs AG einen Kostendeckungsgrad von 71%, was auch schon recht gut ist. Wie gesagt, Dresden und Berlin hatten ja 77% und haben ein bisschen höher. Aber alles über 60% gilt eigentlich als sehr gut. Diese Verluste werden übernommen von der SGBG. Genau. Letztendlich auch ein kommunales Unternehmen. Ja. Letztendlich sind dadurch der Gewinn dieses Unternehmens und letztendlich dadurch die Gewinnabführung an die Kommune, was letztendlich dann nicht im Haushalt ankommt. Deswegen kann man einfach vereinfachend sagen, oder auch nicht, wahrscheinlich gibt es ja wieder irgendwelche, keine Ahnung was für Mauschelei, aber nee, man kann einfach vereinfacht sagen, dass diese Verluste eben von der Kommune oder der Stadt Braunschweig übernommen werden. So. Man muss da einhaken, dass das natürlich mit den Verlusten in der Stadt Braunschweig haushaltsplan eine besondere Kunstrechnung ist. Es wird aktuell nicht abgebildet. Also es wird erst ab 2015 abgeschrieben. Es ist alles ein Haushalt ist hier in Braunschweig ein sehr lustiges Thema. Es gibt da einfach Positionen drin, die, sag ich mal, der Verkehrs-AG zugeschlagen werden, wo ich sagen würde, wir haben eigentlich gar nichts mit zu tun. Da
Das sind so Feinheiten der Braunschweiger Haushaltspolitik, wo Verluste entstehen und wo Gewinne entstehen. Aber das ist ein Sonderthema. Insofern ist diese Zahl mit 17,5 Verlust aus meiner Sicht Okay, wie gesagt, ich komme mir natürlich auf den Geschäftsbericht dann berufen, weil ich kenne die Interna jetzt nicht. Ich wollte nur den Hinweis geben, das ist eine Zahl, die muss man sehr genau hinterfragen. Weil der Verlust 2011, der stimmt schon, da war so wie 17,5. Ja, der passt. Genau, also es war der Zahn. Genau. Wie gesagt, man muss jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft schauen. Was dann auch an Kosten in Zukunft auf Braunschweig bzw. auf die Braunschweiger Verkehrs AG zukommen wird. Das ist ein recht großer Happen. Dank der nicht gebauten Regiostadtbahn hat man natürlich die Netze innerstädtisch ein bisschen nicht modernisiert, was man eigentlich hätte machen müssen. Man hat eben darauf gehofft, dass irgendwelche Fördermittel vom Bund kommen und man sozusagen dann die innerstädtischen Strecken eben mithilfe dieser Bundesmittel in Integration dieses Gesamtkonzeptes eben umsetzen kann, was natürlich jetzt wegfällt. In diesem Geschäftsbericht stand als Risiko eben die Bewertung drin, dass die Braunschweiger Verkehrs AG eben sehr große Investitionsvolumina für die Netzinstandhaltung oder Ausbesserung eben erwartet. Wie gesagt, man hat ja erst diesen neuen Betriebshof gebaut und auch neue Strecken möchte man ja auch errichten. Und ja, 2013 macht man ja diesen Versuch mit dem Prime Move von Bombardier, wo heute hier der Start war, mit diesem Induktionsladen von Bussen, was auch sehr interessant wird, weil es mal das erste in Deutschland ist, was man da macht. Genau. Auf jeden Fall hat man einen leichten Investitionsstau, den gibt die Braunschweiger Verkehrs AG auch zu, man ist da auch ganz leicht im oberen zweistelligen Millionenbereich. Das kann sich sogar, wenn man das Komplettnetz eben entsprechend instand halten will, im dreistelligen Bereich bewegen. Es kommt ganz drauf an, wie der Netzzustand ist und welche Probleme da entstehen. Wie gesagt, das dritte Gleis innerstädtisch ist ja abgeschrieben worden, das ist ja jetzt auch raus und dann muss man mal gucken. So, natürlich ist diese Zahl jetzt ein bisschen problematisch, das gebe ich zu, dass die Kosten für einen fahrscheinlosen ÖPNV in Braunschweig etwa 50 Millionen Euro per annum bedeuten würden. Das ich melde mich. Ja, gut. Umgelegt auf die Einwohnerzahl wäre das dann ein Kostenblock oder ein Kostenblock, den man umlegen müsste von 200 Euro pro Einwohner und Jahr. Da sind natürlich jetzt Kinder, sozial Schwächere, Rentner etc. pp. Mit dabei. Deswegen, das ist nur eine komplette, ganz grobe Überschlagsrechnung, die zudem statisch ist, aber da komme ich gleich mal drauf. Und jetzt. Okay. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir ein paar Anfragen gestellt haben. Ja? Ich weiß nicht, ob du die gefunden hattest oder so, die Antworten. Ansonsten, ich habe sie hier auch noch. Wir haben nämlich unter anderem gefragt, welches zusätzliches Defizit würde im Ergebnis der Braunschweiger Verkehrs AG entstehen, wenn auf den Verkauf und die Kontrolle von Fahrscheinen für den ÖPNV innerhalb des Tarifgebiets 40, das ist hier Braunschweig-Stadt, verzichtet würde. Und die Antwort ist, bezogen auf das Geschäftsjahr 2011 würde sich das Ergebnis der Verkehrs AG um rund 26,5 Millionen Euro verschlechtern. Dann haben wir gefragt, wie viele Braunschweiger Einwohner... Das ist halt so, ja, wir haben es auf jeden Fall gefragt, wie viele Braunschweiger Einwohner erhalten momentan keine Gelder nach SGB II, SGB III in vergleichbaren Leistungen. Das sind insgesamt dann diejenigen, die es nicht erhalten, ungefähr 215.000 Einwohner in Braunschweig, aller Altersgruppen. Okay. Die dritte Frage war, welche Gebühren würden dem einzelnen Einwohner monatlich entstehen, wenn das zusätzliche Defizit, auf die sich aus Punkt 2 ergebende Anzahl Einwohner umgelegt werden würde? Und da ist die Antwort ungefähr 10,30 Euro pro Nase monatlich. Und da sind schon Hartz-IV-Empfänger und so weiter und so fort. Also 120 Euro pro Person. Ungefähr, ja gut. Wobei natürlich auch die Verwaltung darauf hingewiesen hat, dass damit zu rechnen ist, dass zum Beispiel das Fahrgastaufkommen sich erhöhen würde und dadurch wieder Preise steigen. Aber ich wollte das nochmal eben einwerfen, wenn wir gerade über Zahlen sprechen. Ja gut, ja, 200 Euro, 120 Euro. Oder? Das sind halt die konkreten Zahlen der Verwaltung. Okay. Wie gesagt, das ist natürlich dann, genau, eben wie gesagt, statisch. Das ist dieses große Problem.
dynamisch gesehen, diese Antwort ist schon soweit richtig, dass natürlich dann die Betriebskosten durch höhere Taktfrequenz, die man bräuchte, um die Menschen zu befördern, steigen. Oder dass natürlich auch der komplette Aufwand, sich steigert. Man muss ja neue Fahrzeuge auch beschaffen, etc. Das große Problem ist nur, auch bei dieser dynamischen Berechnung kann man natürlich nur sehr schwer die zusätzlichen Kosten für Infrastruktur etc. pp. Beziffern. Das ist immer so eine Sache mit dieser dynamischen Rechnung. Also man kann davon ausgehen, dass diese 120 Euro wahrscheinlich nicht lang werden. Das wird wahrscheinlich eher so ein bisschen, es kann bis zum Doppelten, bis zum Dreifachen gehen. Pro Einwohner, also pro Nase, die letztlich da bezahlen könnte. Das ist natürlich so, man kann natürlich sich überlegen, ob man das irgendwie refinanzieren kann, ob jetzt die Stadt Braunschweig sagt, die Bürgerschaft dann wahrscheinlich beschließt in einem Referendum oder was weiß ich wie, dass man versucht, diese 17 oder 15 oder 20 Millionen immer noch weiter im Haushalt einzustellen und dass man dann versucht, diesen Block als Sockelbeitrag, den die Stadt Braunschweig immer als Zuschuss gibt, zu behalten und dann sozusagen die restlichen Kosten, die entstehen, umlegt und versucht, das irgendwie durch erhöhte Parkraumgebühren oder durch eine Innenstadtmaut oder durch eine Abgabe etc. pp. Umzulegen. So, was ich jetzt noch für Braunschweig sagen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Umlandverkehr nach Braunschweig ist. Ich nehme an, der ist relativ groß, wenn ich mir so die ganze Struktur der Stadt ansehe. Es ist jetzt natürlich so, man müsste jetzt irgendwie versuchen, noch die Fahrkosten auf die Menschen aus dem Landkreis oder aus den umliegenden Landkreisen umzulegen. Die Sache ist jetzt die, man könnte jetzt natürlich sagen, man macht für die Einwohner den ÖPNV kostenlos und für Auswärtige und Touristen etc. pp. Weiterhin eben mit Fahrschein. Natürlich müsste man die komplette Infrastruktur, die man dann erstmal überlegt hat, sich abzuschaffen. Die Fahrscheinautomaten, Kontrollen etc. pp. Müssen wir natürlich weiterhin vorhalten. Deswegen spart man da meistens nichts ein. Es ist aber auch sehr schwer, diese Menschen irgendwie zu bepreisen. Man könnte natürlich irgendwie eine Übernachtungssteuer, eine Bettensteuer einführen für Touristen, die länger als eine Nacht bleiben. Allerdings wird das nur ein kleiner Bruchteil sein. Ich weiß nicht, wie der Tourismus in Braunschweig ist, aber das ist kein Paris, London, Berlin oder Heidelberg etc. pp. So, das ist das zweite Problem in Braunschweig mit der Einführung des ÖPNV. Dann hat man natürlich das Problem, dass man in Braunschweig ein Straßenbahnsystem hat. Das Straßenbahnsystem ist relativ speziell, wegen der Meterspur. Das gibt es nur noch einmal in Rio. Man hat heute endlich hier an Solaris die 15 Tramino-Straßenbahn vergeben. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr machen. Die Ausschreibung hat länger gedauert, als man eigentlich geplant hat, bis zu einem Jahr. Das ist sozusagen die Flotten, oder ein halbes Jahr, das ist sozusagen die Flottenerneuerung gewesen. Das sind ja keine zusätzlichen Fahrzeuge, zusätzliche Kapazität, die entsteht. Dafür werden ja ältere Fahrzeuge ausgemustert. Das ist so der zweite oder der dritte größere Punkt. Ich weiß auch nicht, wie das in Braunschweig ist mit dem Anteil vom Berufsverkehr, Schülerverkehr, Mitteln aus dem Sozialgesetzbuch oder für Schwerbehinderte in die Braunschweiger Verkehrsbetriebe, an die Verkehrs-AG fließen, das muss man alles noch rausrechnen. Man müsste sich das auch genau überlegen, weil zum Beispiel mit dem Schwerbehindertenausweis darf man ja auch bei der Deutschen Bahn umsonst im kompletten Netz fahren. Mit den Regionalbahnen. Seit letztem Jahr. Ja. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob die Menschen darauf verzichten wollen würden, wenn in Braunschweig der Nahverkehr umsonst ist. Wahrscheinlich würden letztendlich dieselbe Umlage für den Schwerbehindertenausweis anfallen, der bisher anfällt. Da wird sich das Versorgungsamt wird auch nicht sagen, ja, wir machen jetzt sozusagen den für Braunschweig ungültig und nehmen dafür weniger Geld ein oder bezahlen dafür weniger Geld, weil ihr könnt das ja sowieso umsonst nutzen. Das sind immer so Sonderkosten. Das kann sein, dass das irgendwie noch auf die Stadt zukommt, das kann sein, dass das nicht ist. Das kommt immer von der Ausgestaltung, das kommt immer darauf an. Das ist immer so eine Sache. Die Sache ist die, ich habe mir mal überlegt, welche Städte letztendlich für kostenlosen oder fahrscheinlosen ÖPNV in Frage kämen, wo das System wirklich funktionieren würde. Es wäre relativ einfach
und simpel umsetzbar. Und es wäre eben ohne diese kompletten Probleme. Eins vorweg, Braunschweig gehört nicht dazu. So. Also, Städte für fahrscheinlosen ÖPNV sind geeignet. Städte mit geringem Radverkehrsanteil, sodass die Leute nicht umsteigen können. Ganz einfach. Geringe Auslastung des ÖPNVs mit ausreichender Kapazität in den Spitzenstunden. Das bedeutet, der Bus für 50, 60 Mann, da hocken vielleicht immer so 5 bis 10 Leute drin. Durchmesser kleiner als 5, größer als 5 Kilometer Stadtgebiet, damit eben Fußgänger und Radverkehr eben nicht in den Bus umsteigt, sondern dass wirklich Leute, die mit dem Bus fahren wollen, das nutzen. Reines Bussystem ist einfacher skalierbar. Straßenbahn brauche ich neue Strecke, im Bus kann ich einfach neue Busse kaufen, kostet 350.000 Euro für einen Gelenkbus, eine Straßenbahn kostet 2 bis 3 Millionen. Das ist schon von den Zahlen ein bisschen ein Unterschied. Ich kann sozusagen für den Preis einer Straßenbahn kann ich 6 Busse kaufen, kommt immer noch an welche. Fahrer sind auch leichter einsetzbar und auffindbar. Maximal 15 Linien, das ist auch so, dass man dieses Komplettsystem nicht alle auf einmal hochskalieren muss. 15 Linien sind gerade noch so, was man gut überblicken kann. Da gibt es auch nachfrageschwache, nachfragestarke Linien, das kann man immer noch zeitlich rausfinden. Aus den umliegenden Gebieten wird natürlich vor allem morgens und abends der Verkehr reinkommen. Da kann man dann steuern, ob man das dann sozusagen in den Spitzenstunden mit dem Gelenkbus fährt und den Rest des Tages mit dem Solobus. Man kann die Taktzeiten verändern, das ist alles möglich. Geringer Kostendeckungsgrad natürlich, damit Bussysteme, die alle diese Eigenschaften haben, geringe Auslastung, hat natürlich auch einen geringen Kostendeckungsgrad. Das ist einfach so. Es ist natürlich viel einfacher, solche Betriebskostendefizite noch weiter, also halt die Fahrgasterlöse, die wegfallen, auch noch zu übernehmen, als dann komplett neu. Und breite politische Unterstützung, Möglichkeit, den Pkw-Verkehr zu deattraktivieren, vorhanden. Das bedeutet, in den Städten müssen die Parkplätze reduziert werden, die Parkgebühren müssen nach oben geschraubt werden, es muss Tempo 30, rechts vor links, und es muss möglichst mehr Einbahnstraßen etc. pp. Errichtet werden. Das ist ein bisschen die Gängelung des Autofahrers. Das bedeutet, man hat natürlich einige politische Parteien, die recht autoaffin sind oder recht autofreundlich sind, gegen sich. Da muss man natürlich schauen, dass man die Leute irgendwie ins Boot holt. Es gibt gewisse Städte, wo die Verkehrsprobleme so groß sind, dass auch die Bereitschaft dazu besteht. Und dann geht das auch. Es ist immer so ein Problem, wenn man dann irgendwie anfängt zu planen, man macht eine Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich und nach 4 oder 5 oder 8 Jahren wechselt die politischen Mehrheiten und dann wird es immer peu à peu wieder zurückgedreht und die Leute wundern sich dann, wieso die Busse mit einmal wieder leer sind. Das ist auch ein großes Problem. Und es muss auch die Bereitschaft bestehen, dass die, wenn man sagt, es entstehen 10 Millionen Euro Kosten, dass man auch bereit ist, zum Beispiel 15 Millionen Euro Kosten einzustellen und auch diese zu bezahlen. Und man muss auch dazu bereit sein, die entsprechenden Fahrzeuge dann auch zu beschaffen. Und es hängt auch damit mit Ersatzinvestitionen etc. pp. Zusammen. Da kann es natürlich, das Problem in Deutschland ist, dass man die Mittel aus dem Straßenunterhaltsetat oder dem Straßenbau nicht in den ÖV umschichten kann. Das geht nicht. Man kann, die Mittel sind meistens irgendwie zweckgebunden etc. pp. Das ist genauso wie mit dieser Parkraumabgabe oder diese Parkraumverordnung, die Ablösesummen, die müssen für öffentliche Verkehrs- oder öffentlichen Parkraum wiederverwendet werden. Die kann man nicht für den ÖV umschichten. Es gibt da noch so ein paar Sachen mit Bikesharing und Fahrradstellplätzen, da geht das noch ein bisschen. Aber man kann jetzt nicht sagen, man spart sich 5 bis 10 Millionen Straßenunterhalt und verwendet diese für den ÖPNV. Das geht rechtlich. Nicht ganz so sauber. Denn mit so Zeugs wie Emissionshandel, weil man könnte ja, man hat ja weniger Individualverkehr, weniger CO2-Emissionen. Ja, aber wer sagt, dass wirklich weniger Individualverkehr fährt? Städte kaufen ja keine Emissionszertifikate. Die haben ja dadurch keine Kosten. Das ist immer der Verursacher, der dafür gerade stehen müsste. Wenn man natürlich sagen würde, dass natürlich jeder dafür bezahlt, dann müsste jeder Autofahrer letztendlich für den CO2-Ausstoß bezahlen. Das ist ja dann privat. Das ist ja kein Sonder- oder Ertrag für die Kommune, wenn weniger CO2 ausgestoßen wird. Ja.
So, weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Naja, eigentlich gibt es ja so zwei große Gründe für den kostenlosen ÖPNV. Das eine ist sicherlich, wenn man die Stadt autofreier bekommen will. Ja. Haben wir gehört, funktioniert nur sehr, sehr schwer. Das zweite ist, um die Attraktivität der Stadt zu steigern. Ja. Und du hast ja auch erzählt, dass die Kaufkraft durchaus steigt, wenn man das einführt. Das heißt, der Hauptverdiener ist ja eigentlich auch die Wirtschaft. Wenn man jetzt sagt, okay, das mit den weniger Autos kriegen wir eh nicht hin. Ja. Aber Attraktivität ist vor diesem Punkt und Kaufkraft. Attraktivität, ja, nimmt die Stadt sicherlich auch einen Teil ein, weil, was weiß ich, mehr Läden aufmachen können, aber das ja, kann das vielleicht am Einzelhandel hängen oder in der Gastronomie. Gibt es da schon mal Versuche, da die Wirtschaft einfach die Kosten mit einzubeziehen, dass man sagt, ja mein Gott, ihr verdient genauso viel an den Parkplätzen, weil geht nicht zurück, ihr werdet die gleichen Kunden haben. Und wenn das geschickt anstellt, verdient ihr eventuell tatsächlich noch an der gesteigerten Kaufkraft. Könnte ja vielleicht für die Wirtschaft auch interessant sein, damit einzusteigen. Es gab in Hasselt damals bei Einführung große Proteste aus dem Einzelhandel, weil eben die Furcht bestand, dass die Leute eben nicht mehr zum Einkaufen kommen, sondern eben in die nächstgelegene Stadt fahren. Das hat sich entsprechend geändert. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass der Einzelhandel da irgendwelche finanziellen Mittel bereitstellt. Es gibt die Refinanzierungsansätze, dass man Werbung eben an den Haltestellen, an den Bussen eben sozusagen die Werbeeinnahmen steigert, weil natürlich die mehr Frequenz ist und mehr Leute diese Werbung sehen. Da gibt es immer so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Kosten annähernd decken könnte oder wirklich einen positiven Effekt hat. Das ist so eine Möglichkeit. Es ist natürlich immer so, dass der Einzelhandel immer recht kontra Verringerung, Parkraum ist. Gut, aber wenn man sagt, das ist komplett außen vor. Die Innenstadt kriegen wir nicht weniger Autos, das versuchen wir auch gar nicht, wollen aber trotzdem den ÖPNV. Dann hat ja die Wirtschaft eigentlich nichts dem entgegenzusetzen, im Gegenteil. Sie kann sich dann ja darüber freuen, dass die Leute sich noch mehr in der Innenstadt bewegen, dass die Touristen noch leichter von A nach B kommen. Richtig. Ich kenne es ja selber, wenn ich in fremden Städten bin, dass was mir am meisten abhält, dann nochmal ein anderes Viertel zum Einkaufen zu fahren oder in die Diskothek zu wechseln, sind die Kosten, weil ich schon wieder eine Bahn bezahlen muss. Weiß ich nicht. Ich spiele mal Kleingewerbe oder Gewerbetreibender und sage dann an der Stadt, ja wieso? Wenn die Kaufkraft steigt, ich mehr einnehme, kriegt ihr mehr Gewerbesteuer. Ihr habt doch euren Vorteil. Also man jetzt bitten, aber ich denke mal, der größte Anteil wird trotzdem bei dem Einzelhandel oder Gastronomie oder irgendwas hängen bleiben. Natürlich kann sich das Ganze nicht ganz ausziehen, aber die Stadt macht ja jetzt, der ÖPNV macht ja jetzt schon Minus. Das ist das richtig. Das ist richtig. Aber ich sag dir jetzt einmal was. Ich bin ein großer Freund von Kostenwahrheit im Verkehr. Man soll das bezahlen, also man hat ja letztendlich einen Vorteil durch Ortswendung. Mobilität ist ja, also jetzt komplett, ist ja letztendlich ein Sekundärbedürfnis. Du sagst ja nicht, ich hätte gerne Verkehr jetzt. Also, ich hätte jetzt gerne, bewegen. Okay. Nein, es ist ja immer, wenn du vorm Fernseher sitzt, ne, und sagst, ich hätte jetzt gerne Bier und das Bier ist im Kühlschrank, dann hast du das Bedürfnis nach Bier vor deinem Fernseher. Und dieses Bedürfnis zu decken, musst du Verkehr, also Mobilität nachfragen. Du musst die Ortsveränderung, du musst dich aus deinem Sessel bewegen zum Kühlschrank, musst das Bier nehmen und musst wieder zurück. Das sind zwei Wege, die du, oder ein, der Weg, den du zurücklegst. Du kannst auch ihn schicken. Ja, das mal außen runter ist allein. Sozusagen, das ist dann deine Nachfrage. Du hast aber davon einen richtigen Nutzen. Du hast dein Bier. So. Jetzt überleg dir mal, wenn du irgendwie Klamotten kaufen gehst in die Innenstadt. Du hast dann sozusagen den Nutzen, dass du Kleidung hast. Du frierst nicht so ganz oder siehst besser aus oder etc. pp. Diesen Weg, den du zurücklegst, das generiert dir wirklich einen Nutzen und du musst deine Kosten letztendlich für diesen Weg auch irgendwie, du kannst das ja nicht der Allgemeinheit sozusagen überlassen, sondern du musst ja wirklich einen Beitrag dazu leisten. So generell. Das ist beim Auto ein bisschen schwierig, weil das Auto hat zwar Kosten, aber die Menschen haben nicht wirklich die richtigen, diese Kostenwahrheit im Verkehr. Das ist so, ja, ich bezahle Benzin, aber Verschleiß und Wertverlust und so lasse ich mal außen vor. So, dann hast du auf der anderen Seite den ÖPNV.
das ist jetzt so fast wie so in die Entwicklung so ein Zwischending, fahrscheinlose ÖPNV, das ist ganz gut so. Das ist ein ÖPNV. Ein Verkehrsunternehmen versucht immer irgendwie Vollkosten anzusetzen. Das ist sozusagen betriebswirtschaftlich berechnet, das ist eine objektive Größe. Und diese objektive Größe, objektiv berechnet, liegt immer höher als diese subjektiv gefühlte Autokosten. Und deswegen schneidet kostentechnisch der ÖPNV oder die Bahn oder etc. pp. Immer schlechter ab als das eigene Auto. Weil eben die Leute nicht wirklich alle Kosten mit in ihre Rechnung einbeziehen. Aber das Verkehrsunternehmen muss das natürlich machen. Mit dem Atomstrom. Ja, wie mit Atomstrom beispielsweise. Du denkst auch nicht um die Entlagerung. Das ist ja beim Autofahren hat man immer den Punkt, dass die EDA-Kosten nicht mit reingerechnet werden. Also man kann jetzt eigentlich ansetzen, 35 Cent pro Kilometer mit dem Auto und dann so. Müssen wir aber theoretisch, wenn man die richtigen Kosten ansetzen wollen würde, dann müssen wir das so machen. Ja, es ist halt ehrlich, ich sehe es ja bei mir selber. Ich rechne dann nicht mit 35 Cent im Kilometer, sondern ich sage mir, ja Moment, das Auto steht eh vor der Tür. Das heißt, Steuerversicherung, das sind eh da Kosten, die sind eh da. Das heißt, ich muss nur Sprit rechnen und dann bin ich natürlich immer billiger, als wenn ich mit einem Öffi fahre. Nee, du kannst ja nicht nur Sprit rechnen, du musst auch den Verschleiß rechnen, der auch nicht überheblich ist. Also, ja, ich bin Verschleiß. Du weißt, was ich für Autos fahre. Das ist in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung da schon mit drin. Die fällt ja genau aus dem Symbol solcher Autos. Ja? Mit dem Faktor nicht mit berücksichtigt. So. Er hat natürlich seine Zeitkosten minimiert. Diesen Wertverfall, der über die Zeit geht. Auch wenn das Auto steht, hat es ja diesen Wertverfall. Also das ist so der Punkt. Ich sehe es ja bei mir selber. Ich fahre nicht mit den Öffis. Einer der Gründe, mal eben in die Stadt, weil es ist mir einfach viel zu teuer. Ich habe die EDA-Kosten. So, und Langstrecke-Öffi, da ist es einfach der Komfort. Wenn ich meinen Weg zur Arbeit mit dem Öffi fahren würde, brauche ich die dreifache Zeit. Ich brauche anstelle einer halben Stunde, anderthalb Stunden. So. Mit dem vollen Wissen, dass ich mit dem Auto deutlich mehr bezahle. Selbst wenn ich an der Stelle nur den Sprit rechne. Darf ich kurz die Brücke schlagen? Weil es ist ja genau das Problem, was er mit dem fahrscheinlosen ÖPNV hat. Er akzeptiert ja die höheren Kosten. Die Attraktivität, oder er würde ja das öffentliche Verkehrssystem nutzen, wenn zum Beispiel der Bus statt anderthalb Stunden nur 30 Minuten dauern würde. Wenn zum Beispiel eine neue Linie, irgendwie eine Tangentiallinie wäre, die würde nicht über alle Haltestellen fahren, sondern direkt. Oder er müsste jetzt nicht eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten, sondern er weiß, dass alle 10 Minuten ein Bus kommt. Das ist ja diese Sache. Wenn man das Angebot ausweitet, kann man sehr viele Fahrgäste für den ÖPNV gewinnen. Das ist so eine Sache im Verkehr, da ist nicht irgendwie die Nachfrage da und dann schafft sich das Angebot von alleine. Ich möchte jetzt nicht von da nach da, jetzt baut der Staat die Straße dahin. Das ist immer das Angebot und ich nehme das Angebot in wahr. Das ist so, wenn man zum Beispiel zwei Dörfer hat und da ist ein Fluss dazwischen und es gibt irgendwie eine Brücke, die ist 5 Kilometer weiter oben und es gibt hier einen Bäcker, auf der Seite, wo man ist, da geht man da beim Bäcker einkaufen. Wenn jetzt irgendwie die Stadt da eine super tolle Brücke über genau zwischen den Städten baut, kommt ein riesiges Einkaufszentrum auf die andere Stadtseite. Alle Leute, ne, ja, okay, kriege ich mehr, kann ich irgendwie billiger einkaufen oder sonst was. Sie fahren alle in dieses Einkaufszentrum. Der Bäcker irgendwie in dem kleinen Dorf, der geht irgendwie so ein bisschen bankrott. Das haben wir ja heutzutage so Verödung der Dorfkerne etc. pp. Die ganzen Leute sind ja sozusagen abhängig vom Fahrzeug. Und dann hast du eben dieses Problem, dass man letztendlich in das Auto hineingezwängt wird. Und da muss man erstmal versuchen, die Leute wieder rauszukriegen. Und das ist so die Sache. Wenn man die Leute erstmal schafft, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil das Angebot stimmt und weil das Angebot attraktiv ist, dann funktioniert das. Und da ist der Preis wirklich so eine Sache, das ist immer so fahrscheinlöse ÖPNV. Wie gesagt, in solchen Städten, ja, würde ich sagen, können wir machen. In Städten, wo es besser funktioniert und so, würde ich sagen, lasst es lieber sein. Schaut lieber, dass ihr irgendwie einen Bus mehr die Stunde fahren lasst. Baut ein paar Haltestellen mehr, maximale Umkreis, sozusagen maximale Entfernung zur nächsten Haltestelle 400 Meter. Taktzeit am besten 20, 15 Minuten. 10 Minuten ist noch besser. An jeder Haltestelle irgendwie ein Fahrgastinformationssystem, weil dann sozusagen die gefühlte Wartezeit bis zum Viertel zurückgeht, etc. pp. Information, wirklich saubere Fahrzeuge, leise, attraktiv, dann fahren die Leute damit. Ist wirklich so. Ja gut, aber dieses Zusatzaufkommen, wenn man ÖPNV anbietet, das resultiert ja auch nicht daraus, dass die Leute weniger Auto fahren. Doch. Ja. Doch. Also ich hätte jetzt vermutet, jetzt muss ich dass es einfach sehr, sehr viele Wege sind, die ich sonst einfach gar nicht machen würde. Wo ich dann einfach sage, nein, mein Gott, aber jetzt stehe ich hier und die Bahn ist kostenlos, also springe ich rein. Nach Hause, ins Auto setzen, hätte ich nicht getan. Rat mal.
Sag mal, wie viel Wege du zurücklegst am Tag. Wege ich am Tag zurücklege? Ja. Nicht so viele, wenn ich arbeite. Ja, wie viel sind das denn ungefähr? Jetzt im Auto zur Arbeit, zurück, abends zum Nee, das ist ein Weg. Also Wohnung, Arbeit ist ein Weg. So. Das ist sozusagen ein Weg. Zur Arbeit, einkaufen. So. Mehr sind es ja gar nicht. Drei? Ja. Genau. So. Weißt du, was das ganz Faszinierende am Verkehr ist? Es sind drei Wege. Es waren in der Antike drei Wege, es waren in Rom drei Wege, es waren 1800 noch was drei Wege, es waren sogar in der Steinzeit drei Wege, aber das weiß man nicht so genau. Es sind heute drei Wege. Es sind die letzten 50 Jahre immer drei Wege. Konstant so 3,1, 3,2, 3,3. Frauen machen einen Weg mehr. Die machen 4 bis ungefähr 50, weil sie die Kinder meistens vom Kindergarten oder zur Schule bringen. Das sind meistens 4 Wege. Ändert sich aber auch ein bisschen. Und es sind konstant 3 Wege im Durchschnitt. Das kann man aus der Antike und aus im alten Rom und so, kann man aus Schriften raussehen, sind 3 Wege. Und das hat einen Grund, das ist das konstante Reisezeitbudget. Du verwendest pro Tag, also am Tag, nicht mehr als eine Stunde Zeit für den Verkehr. Das war in der Steinzeit so. Das war in der Steinzeit so, weil du einen bestimmten Radius hast. Oder mal anders. 24 Stunden, du musst schlafen. 8 Stunden. Du arbeitest 8 Stunden. So, 16 Stunden. So, hast 8 Stunden noch übrig. Du isst, sagen wir mal so am Tag, so eine Stunde bis anderthalb. Dann entspannt, du kannst eigentlich nicht mehr unterwegs sein. Du sollst noch ein bisschen einkaufen, das ist immer konstant eine Stunde, die die Leute für Verkehr aufwenden. Das war auch schon in der Antike so. Es gibt immer, jeder Mensch hat so einen bestimmten Radius, in dem er sich bewegt. Das war in der, oder in der Steinzeit war das halt aus der Höhle bis zum höchsten Stand der Sonne wieder zurück, damit man im Hellen zu Hause ist, damit man nicht vom Wind hier gefressen wird. Und es waren immer diese eine Stunde ungefähr, die man unterwegs war. Gut, in der Antike, das war Jäger und Sammler, das war ein bisschen was anderes, aber in der Steinzeit. Aber es ist wirklich eine Stunde. Und die einzige Konstant oder der einzige Wert, der sich erweitert hat, ist die Fahrweite, weil wir nämlich schneller unterwegs sind. Weil wir heutzutage mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von durchaus, wie soll ich sagen, 24 Stundenkilometer mit dem öffentlichen Personennahverkehr, 40 Stundenkilometer in der Stadt und auf der Autobahn eben entsprechend schneller waren. Das war mir 1920 nicht. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Fahrweite. Der Wachstum, der vorher gezeigt wurde, resultiert dann ausschließlich darauf, dass eben doch Leute vom Auto umsteigen oder dass es dann halt Fußgänger oder Radfahrer sind, die dann also der, alternativ den ÖPNV. Also im Templin und so, da waren das, ich glaube, 20% Autofahrer, die umgestiegen sind. Der Rest waren Radfahrer und Fußgänger. Und dazu muss man auch noch sagen, es sind natürlich bisherige ÖPNV-Nutzer, die einfach wegen der geringeren Kosten dann mehr fahren. Ist ja zum Beispiel so Studenten mit Studententicket, das ist immer ganz toll. Also bei mir, meine Professoren, die schwimmen immer total in den Kopf, weil das kann man nicht modellieren. Wir haben das versauteste Verkehrsverhalten, was überhaupt geht. Wir fahren 2 Stationen mit dem Bus, weil es eben nichts kostet. Das ist alles, wir haben es einmal bezahlt, dann einfach durch. Wir würden anders unterwegs sein, wenn wir, also Studenten, die machen 0,8 Wege, nur weil es nichts kostet. Aber im Durchschnitt in Deutschland oder auch weltweit 3 Wege. Ich hätte jetzt vermutet, dass sie tatsächlich auch mehr unterwegs sind, wahrscheinlich auch zeitlich mehr, dadurch, dass es kostenlos ist. Nö, weil du hast ja nicht mehr Zeit. Wenn sie... Wo willst du die Zeit hernehmen? Naja, das ist ja auch nicht rational, für was man seine Zeit einsetzt, ne? Ja gut, aber es gibt ja so eine Zeitrestriktion, die heißt 24 Stunden. Essen, schlafen, leben musst du auch noch und dann bleibt halt wirklich nicht mehr so viel übrig. Ja, ja toll, aber ich sag mal so, es gibt natürlich Verkehrsnerds, die fahren jetzt nur um des Fahrens willen, ne? Aber die meisten Leute, die sagen natürlich, ja gut. Die tun das, weil sie müssen. Ja, weil sie eben einen anderen Fahrzweck haben, weil sie eben was einkaufen müssen. Ich gehe zum Mediamarkt, hab da irgendwas nicht bekommen, denke, na, aber Leute, fass doch mal der EFB. Wer nach Hause ins Auto oder hinfahren, hatte ich keinen Bock. Wenn ich im Bus einsteigen würde, hätte ich diese Fahrt noch gemacht. Oh. Wenn es kostenlos wäre. Ich denke mal, dass, ja, weiß ich nicht, also die Zeit hätte ich mir genommen. Die Leute, ich denke mal, da wird schon eine ganze Ecke mehr. Bisherige Beispiel, ich bin in einer fremden Stadt als Tourist. Da fahre ich durchaus mehr, wenn ich nicht bezahle. Ich habe das mal bei mir so selber kontrolliert. Wenn man sich ein Tagesticket kauft, ich bin trotzdem nur 5 Mal unterwegs. Auch in den Städten. Nein,
Ich war jetzt in Berlin, ich habe 5 Wege zurückgelegt mit dem Tagesticket. Ich hab mich dann geärgert, weil ich auch eine Streifenkarte kaufen kann. Ja gut, das ist wahrscheinlich richtig, machen Sie was falsch, machen. Also du musst das mal bewusst erleben. Zähl einfach mal morgen, wie lange du unterwegs bist, stopp mal die Zeit oder zähl mal die Wege, die du machst. Mach das mal eine Woche lang und du wirst es sehen. Du machst das keine große Varianz dazwischen. Das ist wirklich so. Du hast vielleicht ein paar Ausreißer, aber über die Zeit gleitet sich das. Außer du bist eigentlich weiblich, weiß ich nicht. Oder ist das Shoppingverhalten von einer Frau, dann hast du natürlich auch ein Problem. Ja, ich fahre ja zum Beispiel auf einen fehlbenannten Ausweis und beobachte bei mir im Wesentlichen auch nur, dass ich eben Strecken fahre, die sonst gelaufen wäre, weil dafür eine Fahrkarte kaufen hätte ich nicht gemacht. Aber andere Fahrten, also man fährt nirgends vorhin, wo man hier hin will. Genau. Man kann das natürlich auch noch so sagen, natürlich weitest du deine Fahrweite aus. Weil du bist ja schneller. Wenn du die Strecke dann gelaufen wärst, unter dieser Zeitrestriktion, dann kannst du natürlich diesen Weg, also das kannst du sozusagen einen Weg weniger zurücklegen. Wenn du natürlich mit dem Bus fährst und du bist doppelt so schnell, kannst du natürlich die doppelte Weglänge zurücklegen. Du kannst zum Beispiel den Weg einmal hin und einmal zurückfahren, dann kannst du nur überlegen, okay, fahre ich jetzt nochmal hin. Das kannst du natürlich machen. Also wenn du keine Zeit hast an deinem Tag, dann wirst du diesen Weg auch nicht machen, wenn er nichts kostet. Wenn du Stress hast, weil du irgendwie eine Arbeit oder sonst was erledigen musst, dann wirst du diesen Weg nicht machen. Also was mich mal interessieren würde zum Thema teilweise kostenfreier ÖPNV. Mhm. Es gab in Wolfsburg mal ein Modell um die Weihnachtszeit, was ich extrem gut fand, was ich auch mir auch in Braunschweig einfach aufgrund der Fläche der Fußgängerzone gut vorstellen kann. Das war, dass in Wolfsburg zur Weihnachtszeit mal eine Reihe von Elektrobussen eingesetzt wurde, die aber dann in der Fußgängerzone gefahren sind, mit verhältnismäßig hohen Haltestellenanzahlen, um einfach die Fläche abzudecken, weil ich weiß nicht, ob Wolfsburg bekannt ist, das ist im Prinzip eine elendlange Fußgängerzone. Man rennt eine halbe Stunde eine Richtung und wieder eine halbe Stunde zurück, wenn man da lang will. Und das habe ich persönlich extrem gut gefunden. Das hat mich auch tatsächlich bewogen, auch mal mit dem Bus in die Stadt zu fahren, weil ich wusste, in der Stadt, ich kann mich irgendwo hinstellen, innerhalb von 2 Minuten kommt so ein Elektrodingens und dann steige ich ein und fahre zu dem nächsten Laden, wo ich das haben will. Und wenn ich die vollen Taschen habe, stehe ich wieder nur 2 Minuten, dann kommt wieder so ein Elektrodingens vorbei und dann kann ich wieder zurück. Und das fand ich ein extrem gutes Modell und das hat für mich gefühlt auch den gesamten ÖPNV unheimlich angehoben von der Attraktivität. Wie gesagt, solche zeitweisen Aktionen kann man immer machen. Also wie gesagt, in Leipzig hat man ja auch diese 4 Tage kostenfreie ÖPNV-Nutzung für Autofahrer gemacht. Das geht natürlich, das sind immer so Marketing-Aktionen. Wie nachhaltig die sind, das ist immer die zweite Frage. Oder ob das jetzt sozusagen für 3 Wochen mal ganz nett ist und danach ist wieder Status Quo angesagt, das ist halt die zweite Frage. Wie gesagt, es gibt auch zum Beispiel für den kostenlosen ÖPNV, oder was ist, das ist dann nicht mehr ganz kostenlos, aber wenn man die Fahrkosten so sehr weit senkt, zum Beispiel wenn man nur 50 Cent pro Fahrt nimmt und der Rest wird irgendwie versubventioniert oder eben durch irgendwie Parkraumgebühren oder so abgedeckt, dadurch verhindert man ja zum Beispiel, dass Leute trotzdem mehr fahren. Und solche Sachen. Das geht auch. Das sind immer so Ausprägungen, die man dann machen kann. Man muss natürlich dann überlegen, wie nachhaltig das ist und ob das wirklich dann so attraktiv wird, dass das funktioniert. Das ist halt immer auch vom Aufwand dann eine Sache. Das ist immer, man kann das immer nicht pauschalisieren. Man muss das immer für jedes Verkehrssystem einzeln beurteilen. Man kann das für Braunschweig sicherlich nicht beurteilen. Dann beauftragt man irgendein Ingenieurbüro, die machen eine Machbarkeitsstudie. Schmeißen irgendwelche Daten rein, die sie haben, und dann wird das rauskommen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, so und so viele Kosten und so viele Kosten hat es nicht. Das kann man immer machen. Wie gesagt, wenn man das in Wolfsburg macht, müsste man wieder komplett eine andere Studie machen. Ja, man kann das immer nicht so ganz beurteilen, so aus der, vor allem ich nicht aus der Ferne. Also es kann sein, dass das in Braunschweig funktionieren würde. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schlossarkaden, was die jetzt für eine Anziehungskraft haben und wie es dem restlichen Einzelhandel geht und ob da irgendwie sich die Einkaufsströme richtig verteilen in der Innenstadt oder ob es da punktuell irgendwelche
Hotspots gibt, wo sehr viele Leute sind, dass man sozusagen wirklich einen Punkt-zu-Punkt-Verkehr einrichten kann. Und es ist natürlich noch die Frage, bei diesen Elektrobussen ist es dann wirklich so, dass die Leute sonst nicht mit dem ÖPNV in die Stadt gefahren wären, sondern mit dem Auto und werden dann gelaufen. Oder sind sie mit dem Auto reingefahren und haben diese Elektrobusse danach genutzt. Oder wären sie mit dem Bus auch reingefahren und werden dann gelaufen, statt die Elektrobusse zu nutzen. Das ist immer so eine Sache, kann man nicht sagen. Müsste man ausprobieren, muss man 2-3 Monate durchführen und dann kann man sagen, es funktioniert oder nicht. Was natürlich bei Einführung kostenloser ÖPNV für 3 Monate, das geht vom Aufwand gar nicht. Das ist ja zum Beispiel hier, ich fand es recht interessant, die Piratenpartei Schleswig-Holstein hat ja in ihr Wahlprogramm geschrieben zur letzten Landtagswahl, man möchte einen Feldversuch durchführen mit dem kostenlosen ÖPNV oder fahrscheinlosen ÖPNV in einer kleinen, einer mittleren, einer größeren Stadt. Das haben die bei uns aus dem Programm abgeschrieben. Gut, wenn es da auch drin steht, kann sein. Wie gesagt, ich kann das Ergebnis eigentlich vorwegnehmen. In der kleinen Stadt wird es funktionieren, in der großen Stadt wird es absolut nicht funktionieren und in der mittleren Stadt wahrscheinlich so mehr oder weniger. Besonders wenn man weiß, dass der Feldversuch auf 3 Monate oder ein halbes Jahr beschränkt ist, wenn die Leute natürlich extrem viel in diesen 6 Monaten mit dem Bus fahren. Das ist genauso, wie wenn man hier in Braunschweig ein Wochenende lang den Bus kostenlos oder die Straßenbahn kostenlos anbieten würde. Die Leute würden die Bude einrennen, aber bis erst am nächsten Tag wieder im Auto. Das ist genauso was. Das gab es schon sonntags. Genau, und? War es voll? Nee, es wurde überhaupt nicht benutzt. Es war auch nicht bekannt. Also, okay. Das Lustige daran war, dass so ziemlich die einzige Art und Weise, wie es beworben wurde, war, so Infozettel an den Bushaltestellen, die natürlich nur die Leute sehen, die den ÖPNV benutzen, regelmäßig irgendwie. Und es war Blödsinn, die meisten haben es nicht mehr mitbekommen. Ja. Wie gesagt, ÖPNV, also Marketing ist ja auch was ganz anderes. Es gab ja in San Francisco oder LA, nee, San Francisco war es, die haben ja wirklich ein Marketingkonzept für den ÖPNV, die haben alle Busse orange angemalt, so wie die knallige Farben, die sie auch im Stadtbild auffallen. Haltestellen, ich finde es immer wirklich schade, wie Haltestellen in Deutschland aussehen. Es ist immer nur dieses grüne Haar auf gelbem Grund und so ein bisschen Funktionsbau da ein bisschen dazwischen. Man kann da wirklich richtig schicke Dinge hinsetzen. In Bordeaux oder in Paris, die neue Straßenbahn, die sie gebaut haben, da ist wirklich städtebaulich und architektonisch was hingesetzt worden. Das fällt im Straßenbild auch auf. Dann weiß man auch, da fährt die Straßenbahn und das sieht einfach gut aus. Das ist wirklich so ein bisschen Wahrnehmungssache. Oder wie gesagt, in San Francisco, die haben wirklich eine super Kampagne gemacht. Die sind einfach nur so 2-3 Piktogramme nebenbei. Irgendwie die Leute sind wirklich darauf angesprochen, vor allem die Jungen halt. Es ist so, die fanden dann, da wurde der öffentliche Verkehr richtig cool. Das ist genauso wie in Berlin ist Radfahren cool geworden. Deswegen ist in Berlin steigt der Radfahranteil auch sehr stark. Diese Stadt investiert auch sehr viel in die Radwegeinfrastruktur etc. pp. Aber es ist richtig cool geworden. Und deswegen fahren die Leute auch. Sie mit Rauchen ist auch uncool geworden. Der wird Autofahren in Berlin auch uncool. Kann genauso sein. Freie Musik im ÖPNV. Jeder darf da seine Rückschläge machen. Das läuft da. Mach kostenloses WLAN. Kostenloses WLAN im ÖPNV. Die Leute könnten sogar so produktiv die Zeit nutzen. Das ist wirklich so. Es gibt. Ja, du sollst ja in die Bahn setzen. Also in den Zügen. Ganz pragmatisch. Ich stelle mir dann vor, wie die Leute sich irgendwie ein Tagesticket kaufen, weil es anfängt billiger zu werden als der Internetzugang über den Hotspot. Ja gut, da musst du natürlich mal die Bandbreite, die so eine Bahn hergibt, mal überrechnen. Also das ist eher dann. Da kann man ja nicht so viel rausziehen. Also machen könnte ja mal die eigenen Webseiten kostenlos machen. Kann man es auf jeden Fall kaufen. Nee, aber es gibt. Ich würde fast die 29 wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, welche Stadt das war, aber ich glaube, Vilnius hat das jetzt gemacht. Die bieten jetzt kostenlosen Internetzugang in Bussen und Bahnen an. Ja, warum auch nicht? Vorgestern? Oder sie werden es jetzt anbieten. Also vorgestern habe ich auf jeden Fall gelesen, dass Vilnius irgendwas mit kostenlosem Internetzugang in Bahnen und Bussen macht. Das ist genauso wie in London U-Bahn-Stationen. Ja. Also um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es auch kostenlose WLAN. In Wolfsburg hat man auch in den Bussen kostenloses WLAN, was aber daran liegt, dass die komplette Innenstadtfläche ein durchgehendes WLAN ist. Nee, es geht letztendlich darum, weil man kann das ja
Das kann man, also es ist für den Luftverkehr und für den Schienenpersonenfernverkehr, das ist essentiell, weil es gibt, Geschäftsreisen haben gewisse Zeitkosten, deswegen fliegen die auch lieber und zahlen 500 Euro mehr, weil sozusagen ihre Arbeitszeit, also viel Wert ist, so umgerechnet. Und wenn die sozusagen produktiv sein können, was sie im Flugzeug nicht sein können, aber können also im Zug, dann geht es natürlich besser und die Zeitkosten, weil sozusagen die Zeitkosten, die sie letztlich aufwenden, sinken. Deswegen wird für solche Leute dann vielleicht die Schiene so attraktiver, auch wenn sie 3 Stunden länger unterwegs sind. Das ist immer auch wieder so eine Sache. Kann man machen, was er will. Wenn man sich diese Liste anschaut, ja? Also, wenn man weiß, dass es eine Referendum gegeben hat, dass Kali ÖPNV kostenlos hat, ja. Wie geht denn das aus? Tall? Also Tallinn hatte das große... Also normalerweise dürfte es ja nicht klappen oder müsste immense Kosten verursachen. Tallinn hatte das große Problem, dass die Auslastung von ihren Bussen von 34% im Jahr 2004 auf 22% im Jahr 2010 runtergegangen ist. 22%? 22% ist das. Ich fahre auch noch die alten Tatras. Bitte? Braunschweig lag es wo? 71. Nee, das war die Kosten. Das waren die Kosten. Die Auslastung ist ein bisschen... Wie gesagt, das ist... Ich sag mal so, in Tallinn, es gab ja schon einige Städte, die das mal versucht haben, zeitweise einzuführen. Es gibt einige Städte, die haben es durchgezogen. Das sind, wie gesagt, diese Städte in den USA, oder die ich hier vorhin genannt habe. Das sind meistens nur einige Linien, die wirklich stark belastet sind. Meistens so Bahnhof, Innenstadt etc. pp. Das sind meistens nie kleinere Systeme mit niedrigeren Taktfrequenzen und so. Und dann geht das auch. Tallinn wird es sehr interessant, weil es die erste Stadt über 400.000 Einwohner ist, die überhaupt mal dieses Experiment wagt. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert, wie man sich das überlegt. Also vor allem, weil ja Einheimische nur kostenlos fahren dürfen, Touristen etc. müssen ja weiter bezahlen. Das bedeutet, es fallen ja schon mal diese ganzen Infrastrukturkosten fallen trotzdem an. Ich weiß nicht, das ist so eine... Es ist natürlich so, wenn man die Leute fragt, wollt ihr was kostenlos? Natürlich. In Tallinn ist es ja auch so, die machen ja keine Abgabe, sondern es ist ja jetzt sozusagen der Haushalt der Stadt, der das finanziert. Und dann fällt erstmal nichts an. Wie viel machen denn diese Infrastrukturkosten überhaupt aus? Also Ticket, Kontrolle und Automaten und so weiter? Fast nichts. Ja, wir hatten ja vorhin das, was die Stadt Braunschweig gesagt hat, was sie noch zahlen müssten, wenn das kostenlos wäre. Das war ja nicht nur Infrastrukturkosten. Das war ja nicht nur Fahrscheinkontrolle und Fahrscheinbuch. Das ist wirklich nur ein Ding. Also es gibt Aufschlagfaktoren für Busse, das sind so die Instandhaltungskosten. Da rechnet man sozusagen 10% der normalen Instandhaltungskosten nochmal drauf. Für Entwerter. Das sind so Aufschlagfaktoren. Also ich habe da auch eine Arbeit da. Von den Instandhaltungskosten. Bitte? Von den Instandhaltungskosten. Für den Bus. Es sind so, ich kann das gleich mal zeigen dann. Also ich habe dann eine Arbeit dabei, die wir gemacht haben. Da ging es um die Vollkosten im ÖPNV. Da steht jetzt komplett die Kostenstruktur von Verkehrsbetrieben. Ja. Da kann ich nochmal nachschauen, wie viel das war. Ich kann es nicht genau beziffern. Aber es ist nicht viel, so ein Entwerter. Das ist natürlich, was sind das für Kosten? Also? Die Städte sehen, für die du meinst, das könnte klappen. Achso, ja, ich kann 2 Städte sagen, das ist meine Heimatstadt. Es ist nämlich richtig, ich komme aus Hof. Wer ist denn, kennt das jemand? Nordbayer? Ich würde gerade sagen, Dresden ist schon ein bisschen groß, aber. Nee, Dresden funktioniert so. Wenn du ganz genau hingehört hast, ab und an kam das so ein bisschen durch. Ja, bist du nee, nicht. In Hof. Hof hat 47.000 Einwohner, ist demografisch, wie soll ich sagen, eine ältere Stadt, durchaus. Also die Jungen gehen auch sehr gerne ein bisschen weiter weg und kommen auch nicht so gerne wieder. Also es gibt so, da nimmt schon ab. Es gibt, der Radverkehrsanteil beträgt unter 2%, was glaube ich mit der schlechteste Wert in ganz Deutschland ist. Also es ist wirklich schlimm. Das hängt auch damit zusammen, dass es recht hügelig ist und ältere Menschen und etc. pp.
Es gibt da 12 Linien. Man hat jetzt angefangen, normale 12,5 Meter Busse durch kürzere 9 Meter Busse zu ersetzen. So kleine, so, die sind so letztendlich größere Vans, so, weil nämlich die Kosten, weil die Busse nämlich sehr schlecht ausgelastet sind. Man hat da auch dann mal ein bisschen am Busnetz rumgedoktert, da haben sie irgendwie alle Liniennummern irgendwie geändert, obwohl die Linien trotzdem auf der gleichen Route gefahren sind. Und keiner mehr wusste mehr, wie und wo das geht. Es gibt teilweise einen Stundentakt, Betriebszeit ist irgendwie von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, etc. pp. Es gibt keinen Nachtbus. Es gibt die Linien auch am Wochenende Anruf-Linientaxi, was auch nicht so toll ist. Ganz schlechte Verknüpfung mit Eisenbahn und ÖPNV. Ich habe für mein Einzelticket 1,80 Euro bezahlt. Letztlich bin ich 4 Minuten gefahren. Aber gut, es wird auch so immer so 10% teurer jedes Jahr so ungefähr. Und naja. Das ist so eine Stadt, wo ein kostenloser ÖPNV sicherlich sinnvoll wäre. Weil man könnte, es ist so, die meisten älteren Herrschaften haben natürlich sowieso einen Schwerbehindertenausweis. Das bedeutet, es wird sowieso schon nicht aus Fahrgeldeinnahmen finanziert. Schülerverkehr und so ist natürlich wieder so eine Sache. Da müssen wir wieder schauen, wie wir es irgendwie differenzieren und so. Aber so also generell die Leute, die da fahren, da könnte man einiges machen. Und das ist auch leicht skalierbar, weil wie gesagt die Busse auch sehr leer sind. Anderes System, wo sogar eine Straßenbahn da wäre, bei Zwickau, das wäre auch mal so eine Stadt. Da könnte man auch noch ein bisschen was machen. Ja, und sonst? Andere Städte noch, so diese Größe ungefähr. Wie gesagt, kommt immer auf die Stadt an. Es gibt natürlich auch Städte, die einen recht schlechten ÖPNV haben. Münster zum Beispiel, finde ich persönlich ein bisschen schlechter. Hätte ich nicht gedacht, dass Münster so einen schlechten ÖPNV hat. Aber die haben natürlich einen Radverkehrsanteil von 40% und ich weiß jetzt nicht, ob sogar das schlechte Busangebot dafür Ursache ist, dass der Radverkehrsanteil so hoch ist. Kann auch sein. Es gibt auch immer so die Sache, das heißt der Umweltverbund. Da ist der ÖV drin, da ist das Rad und der Fuß drin. Man möchte das sozusagen möglichst groß haben, diesen Anteil vom Umweltverbund, aber man möchte sich sozusagen innen drin nicht kannibalisieren. So. Und wie gesagt, man kann es nicht pauschalisieren für jede Stadt einzeln. Es gibt auch sicher Städte, da funktioniert es mit der Straßenbahn recht gut. Es gibt auch andere Konzepte, wie man sehr viel reisen kann, zum Beispiel in Karlsruhe, was die gemacht haben mit ihrem Karlsruher Modell, mit der eben diese Regio-Stadtbahn, was die dann rausgeholt haben. Ist wirklich unglaublich, was die für Zuwächse hatten und ansonsten. Karlsruhe hat auch die coolsten Straßenbahnen. Karlsruhe hat auch die coolsten Straßenbahnen, muss ich an der Stelle nochmal erwähnen. War das die bisher geboren? Genau, das hat ja auch gerade im Hinterkopf. Gut. So, wenn ich jetzt zum letzten Team kommen kann, so fertig.